Oh, my God.
Ja. Jo. Hi, guten Abend. Hey. Ich habe mir gedacht, immer nur auf. Immer nur ja, aufblinken, ebenso. Aber nicht reden. Oh, wird eng hier. Oh! Wird sehr eng hier. Meinst du, das schaffen wir noch enger zusammen? 8000 ist schon viel eigentlich. Ja. Ja. Ja, machen wir Qualifying, weil es eh egal ist. Guten Abend erstmal. Hallo. Hallo. Ja. Gibt's vielleicht noch andere? Ja, GP, aber die gibt's in diesem Spiel nicht. Da fährst du dann nicht geradeaus drüber, sondern links weg. Noch ein paar schönere Kurven dabei. Wäre schöner zu überholen wie hier, aber... Okay. Haben wir uns jetzt echt zu dritt in dieser Kurve verabschiedet? Schwierig hier. Ach, ich glaube, ich bleib bei meinen hier. Bringt da nichts. Funktioniert nicht, habe ich gesagt. Nee. Der Einsteuer war nicht gut. Rutsch nur ein Auto. Ich habe ein bisschen viel Untersteuer in der ersten Kurve. Das passt mir nicht. Ich habe zu viel in der zweiten. Ja, Übersteuer. Nee, da habe ich dann ein bisschen zu viel Übersteuer tatsächlich in der zweiten Kurve. Boah, ey. Kannst du wohl nie entscheiden, wa? Na, erste Kurve habe ich Untersteuern und in der zweiten habe ich Übersteuern. Ist ja bei der Weder, Mann, ey. Komm, Maxi, komm, ich folg dir. Ich krieg dich! Bist du hinter mir, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ist doch meine Aufgabe, dich zu jagen. Momentan bist du noch vor mir in der Tabelle. Ja, um 8000 hinter dir. Das ist der Unterschied. Na, diese... Das bisschen da. Oh, mein Auto ist zu tief. Ich kann über den Körper nicht drüber fahren. Lauter langsamer.
Ja, da hat es viele. Gesehen und gefunden. Okay, das war hier. Ja, ich stehe im Kies. Oh, die letzte ist so böse hier hinten. Naja, da habe ich mich wieder untersteuern. Und im Rennen habe ich wieder Topspeed, wa? Ah, oh, scheiße! Oh, so fährt man eigentlich nicht. Oh Mann. Der Curb da links außen könnte die Hölle werden für die meisten. Wie war ich jetzt eigentlich so stumm? Mann! Okay. Der Körper ist böse. Die erste Kurve. Wie bringe ich jetzt da das Kiste schneller zu rüber? Tiefer legen, ja. Bist du schon da, Stan? Mhm. Cool, warte, ich sag nur noch unten schnell Bescheid, dann komme ich zu dir, ja? Mhm, okay. So, ich gehe jetzt nach oben zu Stan. Ich wünsche euch viel Glück, ne? Und denkt da wieder bei Minute 10 an die Fahrerparade, wa? Aber dann müsstet ihr ja langsam schon Intus haben. Das macht er ja schon echt gut. Dann wird das erklären. Bis nachher. Könnt ihr bitte jemanden den Körper bauen? Erste Kurve? Schlecht. So, hallo Stan. Hallo Julia. So, dann werde ich mal anfangen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ersten Lauf hier auf der Strecke in Brands Hatch. Wir fahren die Indie-Variante, liege ich richtig? Ja, war es denn? Ja, die kurze. Genau. Auf jeden Fall befinden wir uns hier in England und an meiner Seite wird heute der Stan mit mir kommentieren. Hallo Stan. Hallo Julian. So. Ja, wieder ja, ich wollte mal nur sagen, wieder freue ich mich eigentlich dabei zu sein, auch wenn mein Computer immer noch nicht läuft. Immer noch nicht, na toll. Deswegen, wenn ich was sage, wird das vielleicht ein paar Sekündchen verzögert sein. Aber nochmal kurz zu der Strecke wollte ich schon mal vorab sagen, das wird ja ganz spannend heute mit den Überrundungen, weil die Strecke auch wieder kurz ist und viel Drehpotenzial hat. Ja, ich habe schon gesehen, eins kommt, oh, so wie Tizian gerade, das wirst du gleich im Bild sehen. die ist ja auch nur 1,973 Kilometer lang, genau, wie du schon erwähnt hast gerade. Und ich glaube, die Zeiten liegen so bei 41 und 42 Sekunden, ne? Ja, 41 hoch. Der genau. Roland ganz vorne bis jetzt. Wo ist der Josef? Der fehlt heute, oder? Sehe ich zumindest. Ist der noch nicht drauf? Warte mal. Ja gut, wir sind ja noch in der Praxis vielleicht. Genau, also er war vorhin auf jeden Fall schon mal im Chat drinne. Jetzt muss er nochmal runtergegangen sein vom Server, sehe ich gerade ja. Aber ich denke mal, der wird heute mitfahren. Hat sich auch angemeldet gehabt. Hallo Kuschelschlange, hallo ja, Merlisches. Ja, der Marcel. Ganz ziemlich weit vorne. Also gleich hinter Tizian. Der Marcel Seger. Ach so, ja, genau. Auf Platz 4 im Moment. Ja, das ist mal was Schönes. Ja, mal ein anderes Gesicht vorne. mit vorne. Ja. Ich bin gespannt, wie es heute eher ausschauen wird in Qualifying. Wer sich vorne die ersten Plätze ergattern kann. Ja, ich denke mal gut, die vier Fahrer, die sonst immer vorne sind, die werden das unter sich da ausmachen. Also der Roland, der Andreas, der Tizian und der Josef. Und danach kommt ja das auch wiederum enge Mittelfeld. Wobei jetzt, wenn ich mir das jetzt mit den Zeiten anschaue, sind wir bis Platz 12 innerhalb einer Sekunde. Also
Mir geht schon ganz schön eng zu. Jo. Dafür, dass wir auch gerade nur 15 Fahrer auf dem Server sind, auf jeden Fall. Echt cool. Da werden wir heute bestimmt auch. Angemeldet, weil das 16 Mann, glaube ich, angemeldet. Okay. Wir haben heute den Alex noch als Ersatzfahrer bei dem BMW mit bei, der ab nächste Woche allerdings denn ein Stammcockpit erhalten wird von uns. Aber er hatte sich die Woche auf BMW schon eingefahren, deswegen haben wir gesagt, gut, soll er die Woche nochmal BMW fahren und ab nächste Woche dann sein Stammcockpit. Okay. Genau, und 16 Fahrer sind insgesamt angemeldet, glaube ich, gewesen und Josef fehlt, glaube ich, nur noch. Genau. Ja. Jan Radier müsste auch schon da sein. Ja, der ist drauf. Ja, wo ist denn der? Warte mal, der ist gerade auch nicht mehr drauf, du. Ach so, jetzt nicht mehr, ja, aber der war vorhin noch drauf. Ja, dann sind wir jetzt auch nur noch dann sind wir insgesamt 17, wenn Josef jetzt noch kommt, stimmt. Okay, ich sehe nur die Zeitentabelle, die wir jetzt hier auf der Übertragung haben. Leider sehe ich zurzeit immer noch nichts mehr. Weil, ja. Kotz. Ja, du und dein Computer ist gerade nicht sehr schön, ne? Nee, das neue Board ist heute gekommen, aber ja, Windows 10 sagt nö, ich brauche einen neuen Key, also jetzt muss ich mir nochmal das zweite Windows 10 kaufen. Oh nein, das ist ja ärgerlich. Ja, ja, ich dachte, ich wäre heute einsatzbereit, weil das kam ja heute relativ früh. Ich bin ja noch bis Ende der Woche zu Hause. Okay. Habe ich mich schon gefreut, aber ich mache wahrscheinlich sowieso Windows 7 wieder drauf. Also ich habe die Faxendicke von Windows 10 da mal. Du, ich wollte gerade sagen, Windows 10 bin ich auch nicht so begeistert davon. Windows 7 ist, glaube ich, noch besser. Aber ja, zurück zu der Practice. Also Practice ist ja eigentlich zum Einfahren. Was wir aber bis jetzt schön sehen, dass jeder Fahrer, auch die besseren Fahrer, Probleme mit der Strecke haben. Und die Strecke an sich ist ja, ja ein bisschen tricky, weil sie viele Kurven hat, die, also praktisch die erste Kurve, die erste rechts, die ist ja praktisch schlecht einsehbar. Ja? Richtig. Das heißt, man muss das so ein bisschen mit Gefühl machen, seine Anbremspunkte immer perfekt treffen, damit man den Scheitelpunkt erwischt und den Speed mitnehmen kann. Aber trotz alledem viel Unebenheiten und trickige Kurven. Also, wie gesagt, die Curbs haben auch nochmal so ein Potenzial, wenn du da falsch aufkommst, sowieso mit einem DDM-Fahrzeug. Ja. Und beschleunigst, drehst du dich. Ne? Also man sieht das auch auf der Übertragung, dass die Jungs auch zu kämpfen haben mit den Fahrzeugen selber. Mm. Ja, und der Reifenverschleiß auf dem vorderen linken Reifen soll wohl auch sehr hoch sein. Ja, okay, wir haben ja eine schnelle linke Kurve, dann noch eine schnelle linke Kurve. Nee, das also, ist, ja. Warte mal, das ist ja durch die rechten Kurven, glaube ich. Entschuldige, rechte Kurven, ja natürlich. Ja. Ich hatte jetzt. Das kann ich auch mal klugscheißern. Ja. Nein, alles richtig. Ja, genau. Also mal gucken. Gut, dass die Jungs wenigstens einen Boxenstopp zwischendurch absolvieren müssen. Dann werden sie vielleicht nicht ganz so Probleme kriegen. Naja, je nachdem, wie man pushen muss, ne? Also ja, klar. Je nachdem, wie man das ganze Material beansprucht. Mal schauen. Also wie gesagt, ich denke mal, die Strecke an sich wird schon ziemlich was mit sich bringen, weil die Länge ist ja, wir erinnern uns an den Nürburgring, wobei der Nürburgring genau. war ja einfacher zu fahren. Diese Strecke hat das noch ein bisschen mehr in sich. Und da bin ich mal gespannt, was da heute so bei rumkommt. Ja, die Jungs brauchen doch mal eine anspruchsvolle Strecke. Ja klar, an der Strecke soll es nicht liegen, die Fahrer hier ihr Können da an den Tag legen. Ne? Also klar. Richtig. Aber trotzdem, für die Zuschauer sollte es auf jeden Fall mal Spannung mit sich bringen, die Strecke. Also die wird das hier schon. Da wieder der nächste, der sich gedreht hat. Und zwar Ausgangskurve 1, 2, 3. Ja, ansonsten. Ja, achso, Jan ist ja wieder drauf. Jan Radier, ja, jetzt ist er wieder da, genau. Nur Josef fehlt noch. Josef, ja. Ich hoffe, der kommt gleich noch. Ja, ich denke schon, der ist ja ganz vorne mit dabei in dem Quartett. Insofern geht es ja um die Punkte und um die WM. Ich denke mal nicht, dass er da. Ja, aber im Discord bei Roland ist er nämlich auch nicht mehr. Deswegen hatte ich jetzt. Da war er nämlich vorhin noch drin und ist jetzt rausgegangen vorhin. Komisch. Naja, mal schauen. Aber ganz ehrlich, da lässt er sich dann natürlich ein paar Punkte entgehen, denn, ne? Ja, na sicher, klar.
Gut, wie gesagt, wir sind immer noch in der Practice. Mal schauen. Machen die Jungs heute auch wieder? Ja, in 2 Minuten. Gemeinsam Durchflug. Genau, und Maxi wird nachher im Qualifying uns dann wieder die Strecke kurz erklären. Okay. Dann gehen wir auch kurz. Oh, da ist Roland abgeflogen. Hat er, glaube ich, übersteuern in der Kurve. Und im Qualifying werden wir dann auch ganz kurz was zur aktuellen Fahrerwertung wieder sagen. Ja, ich kann dir diesmal leider nicht helfen. Nein, alles gut. Ich habe mir das ausgedruckt und werde das dann kurz. Die haben echt alle ganz schön zu tun hier in den Kurven, sehe ich gerade. Ja, ja. Dieter jetzt auch gerade, ja. Aber das hatten die Jungs vorhin im. Das hatten die Jungs vorhin schon im Chat erwähnt. Dass sie sehr arge Probleme haben in den Kurven. Ja. Gut, du willst die ja auch nicht zu langsam nehmen, ne? Du musst halt auch ein bisschen Speed rausholen. Naja, ich sag mal so, du musst dich immer dem Verkehr anpassen oder am besten ein bisschen schneller als der Verkehr sein, dann hast du alles richtig gemacht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass hier manche wirklich schnell fahren oder schnell die Fahrzeuge bewegen. Und da dran zu bleiben, ist es nicht einfach. Deswegen, alle gehen ans Limit und jeder pusht den anderen. Und so passieren aber auch Fehler. Und ich denke mal, davon werden wir heute noch ein paar mehr sehen. Ja, du, das denke ich auch. Und ich denke auch, eine Schwierigkeit wird heute sein, es werden heute bestimmt etliche Überrundungen vorhanden sein bei dieser kurzen Strecke, dass die Fahrer alle ordentlich Platz machen und die anderen halt auch gut vorbeikommen, ne, die halt gerade am Überrunden sind. Naja, ich denke, das wird heute nochmal. Werden sich sicherlich nicht in Luft auflösen können, aber. Nein, aber beim Norrisring hatten wir ja auch in dem ersten Rennen auch ein paar Zwischenfälle, dass die halt nicht Platz gemacht haben. So, weshalb auch immer. Nur Norrisring war ja in dem Falle ja noch einfach. Hier ist wirklich nur die Start- und Zielgerade, wenn du richtig nimmst. Ansonsten haben wir schnell folgende Kurven und da Platz zu machen, dann ja. Also ich bin mal gespannt. Ich sehe dem ziemlich spannend mit Spannung entgegen, sagt man. Ja. So, Joki ist jetzt auch wieder im Discord. Also Josef, ich denke, der wird jetzt auch gleich auf den Server kommen. Super. Ah, okay. So, ich hoffe, die Jungs fahren jetzt in die Box. Ich guck gerade mal. Gut, manche stehen schon in der Box. Manche verplanen das bestimmt wieder. Wer ist denn das eigentlich auf Platz 15? Alex? 15 und 16. Achso, Alex ist das. Das ist der neue Fahrer, ja? Genau, Schleicher. Und auf dem 16. ist Dieter Bayer. Ach, Dieter. So. Ich guck mal, so die ersten stehen schon. Der blaue ist vorne. Warte mal, Tizian. Blende ich doch Tizian gleich mal ein. Manche haben es, glaube ich, wieder nicht begriffen. Ja, der Mönch ist schon reingefahren. Der kommt auch hinten jetzt wieder. So, und Patrick fährt wieder mal vorbei. Maxi startet von der anderen Seite. Links von der Boxeneinfahrtsgasse. Wer ist der? Rosane? Marcel fährt auch vorbei. Mensch, gibt's doch nicht. Ja, die sind alle. Aber der eine hält schon, okay? Das war der Maxi, ja? Marcel. Ja, das ist Maxi, der da an der Seite steht. Ja, gut. Lieber später. Aber er hält. Ich wollte gerade sagen, aber er hält wenigstens, ne? Genau. So. Maxi fährt schon los? Oder was machen die anderen jetzt? Na los. Cool, wie Maxi jetzt probiert, darüber zu fahren. Er schleicht sich jetzt von vorne ran. So, die anderen kommen. Oh, wer fährt denn da jetzt noch vorbei? Ich glaube, den Roland habe ich vorhin noch fahren sehen. So. Tizian und Tobi vorneweg. Oh, da kommt einer angeschossen. Oh, ehrlich? Achso, ja, das war Rosanang, wie sagen die? Wieder Dieter oder Marcel? Marcel. Mhm. So, auf jeden Fall. Oh nein, jetzt fahren die sich hinten auch noch rein, ey. Frank und. Die haben sich jetzt hinten noch beide gedreht. Gibt's doch nicht. Ey, du, hast du es gesehen? Ja, jetzt hab ich's gesehen. Wir sagen die, wer das war. Also Frank und wer auch immer. Und wieder Patrick.
Ja, Patrick? Auf jeden Fall. Jo, Patrick. Aber es ist doch jede Woche eigentlich das Gleiche, ja? Die wissen, Fahrerparade und gibt immer wieder Schwierigkeiten. Kein Kommentar. Was denn? Ich darf jetzt sagen. Nein, du darfst das sagen. Ich sag dazu keinen Kommentar. Ja, ja. Genau. Tobi gibt eine Stufe. So, wir haben BMWs, Audis, Mercedes. Eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ich guck mal gerade im Starterfeld. 2, 4, 5. Ja, eigentlich alle ausgeglichen, außer Audi haben wir einen mehr. Achso, okay. Audi. Wenn ich jetzt richtig erzählt habe. Ja, 2, 4, 6, ja. Achso, was Josef? Josef fährt auch Audi. Der steht hier noch nicht drin, weil er noch keine gültige Zeit hat. Cool sieht's aus, was die Jungs machen. Ach, muss denn da jetzt die Wand vor sein? Wer fährt denn da in der Mitte? Das ist Roland. Alle waren so links und rechts und Roland in der Mitte. So. Jetzt können sie irgendwie wieder fahren, mal schauen. Machen. Ja, die sind ja, die haben ja bis jetzt immer zwei Runden gedreht, richtig? Ja, na, sind schon zwei Runden um, oder? Ja, das war die erste. Die fahren doch ja schon ewig. Nein! Geht New Jutnik. Danke der Nachfrage da und dir auch. Da kannst du gleich schon mal zu der Punktewertung kommen. Da haben wir jetzt Zeit. Das stimmt. Könnten wir eigentlich machen. Die Jungs fahren langsam, man kann sich ja fast jeden hier mal ansehen. Oh. Vorbeiflug. So, fangen wir mit dem ersten Platz an. Auf dem ersten Platz steht derzeit Andreas mit 242 Punkten. Oh, da in dem gelben Auto, genau. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil sie halt alle so dicht nebeneinander fahren. Roland Fiat derzeit auf dem zweiten Platz mit 199 Punkten. Wo ist er denn? So, denn der Josef auf dem dritten Platz derzeit mit 191 Punkten. Tizian auf 4 mit 167 Punkten. Da ist schon ein kleinerer Abstand. So, jetzt zu Platz 5 kommt ein größerer Abstand, denn der Tobi hat 101 Punkte derzeit. Richard Sabot derzeit 100 Punkte. Der fährt heute leider nicht mit. Thomas hat sich heute auch abgemeldet. Der hat 98 Punkte derzeit. Unser Toni aus der Schweiz hat 84 Punkte derzeitlich. Jens Wolters auf dem 9. Platz derzeit mit 78 Punkten. Patrick Schmitz auf 10 mit 71 Punkten. Unser Maxi auf Platz 11 mit 57 Punkten. Ja, der Vlad aus der Ukraine derzeit auf dem 12. mit 50. Wir sind hier unten alle relativ nah jetzt beieinander, so ab Platz 11 sehe ich gerade. Maurice mit 47, Platz 13, heute auch leider wieder nicht bei. André Ballerstein hat sich heute auch abgemeldet auf dem 14. Platz mit 43 Punkten. Nicht gefolgt von André Neumann auf dem 15. derzeit mit 41 Punkten. Marcel 36 Punkte, Jan Radiel 33 Punkte auf Platz 17. Marcel Wohlers auf dem 18. mit 29 Punkten, heute leider auch nicht dabei. Dieter Kotschatte, einer unserer neuen Fahrer, auf dem 19. mit 9 Punkten. Dieter Bayer, oh, die beiden Dieter sind aneinander. Dieter Bayer auf dem 4. Mit 4 Punkten auf dem 24. Nee, was ist denn das? 20. Punkt, Platz. Mensch, die ist alle durcheinander auf dem Zettel. So, danach kommt Rick mit 3, René Bollig mit 2, Frank Leupert mit 2 Punkten und der Tim hat minus 3 Punkte. So. War heute nicht sehr schön von mir vorgestellt, weil alles durcheinander war. Es tut mir leid. Ja, alles gut. So, kommen wir nochmal ganz kurz zur Teamwertung. Derzeit Patrick Schmitz noch mit Andreas Münch mit dem BMW-Team RMG auf dem ersten Platz, gefolgt von Richard Sabot und Josef Penzes. Tizian Troike und Thomas Stanek auf dem dritten Platz derzeit. Genau. Und in der Markenwertung sieht es wie folgt aus. Audi derzeit noch auf dem ersten Platz mit, oh, schon weit vorne, 532 Punkten. BMW 397 Punkten.
Das ist jetzt schon echt 140 Punkte fast Unterschied. Echt krass. Und Mercedes 390 Punkte. Also zwischen zweiten und dritten Platz könnte es heute vielleicht sich noch was tun zwischen BMW und Mercedes, aber Audi wird auf jeden Fall weiterhin vorne bleiben. Ja, es sind ja auch genug Audi-Fahrzeuge auch in diesem Rennen relativ unter ersten 10. Wir haben nur ein BMW. Na, ich guck gerade, genau. Na jetzt, naja, unter den ersten 10, genau. Dafür aber auch drei Mercedes, ne? Also kommt halt auch mal drauf an, ja. Es kommt und, immer drauf, was nach der weiß-schwarz karierten Flagge noch von 1 bis 10 steht. Darauf kommt es an. Jetzt Nick! Also was am Ende zählt, das ist wichtig, das meinte ich. Ja, klar. So, aber trotz alledem, zwischendurch, wo die Jungs fahren, man sieht immer wieder Dreher und Dreher und Dreher. Und das wird heute ein richtiger Kraftakt für die. Also Nick, ich weiß, dass ich es besser kann. War nur alles so verwohnt auf dem Zettel. Potenzial sehe ich ja gut wieder auf der Start und Ziel. Man kann aus der letzten Kurve, wenn man da gut rauskommt und der Vordermann einen leichten Fehler macht, kann man da auch gut überholen. Vor allem mit DRS. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall was sein. Im Innensektor, also im Innenfield, würde ich sagen, nein. Dafür ist das zu eng. Es sei denn, irgendjemand macht einen Fehler, kriegt einen Slowdown oder sonst was. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich nur die Start und Sieg gerade. Gegenüber natürlich dem letzten Rennen, dem GT3-Rennen, wo es in Imola eigentlich mehr im Infield zu den Überholern gekommen ist. Ja. Also das ist so meine Einschätzung bei dem Rennen. Das, was jetzt hier erwartet. Aber hier ein Fehler, da ein Fehler, schon wieder. Jungs, ja, ja. Das werden wir heute bestimmt auch noch öfter sehen. Ja. Ich hoffe, dass es dann auch nicht zu Rennunfällen kommt, ne? Ja, ja, solche Dreher. Ja, richtig. Wenn ein Hintermann ziemlich nah dran ist oder was und die Fahrzeuge kannst du ja auch nicht so brutal bewegen wie ein GT3-Fahrzeug, sage ich jetzt mal, weil die ja sehr empfindlich reagieren, sagen wir es mal so. Hm. Mal sehen, wie das miteinander heute so auf dem Feld. Ja, du, ich bin auch gespannt, genau. Weil wir die Strecke ja eigentlich mit den DTM-Autos. Oh, da hat sich Andreas ordentlich gedreht. Also war, glaube ich, so gewollt. Weil nämlich Practice-Session jetzt zu Ende ist. Nee, was ich eigentlich sagen wollte: Brands Hatch ist ja auch das erste Mal jetzt bei der DTM bei uns mit bei. Hier in der Liga. Vorige Liga hatten wir das ja noch nicht. Beziehungsweise vorige Saison und. Deswegen ist es halt auch ein bisschen neu noch für die Fahrer, ne? Ja, trotz alledem, auch eine alte Strecke kann immer eine besondere Strecke sein. So, ja, so klar. Macau, jetzt für die WTCR oder GT3, manche fahren da sogar GT3-Fahrzeuge. Und ich denke mal, so wie in der Formel 1 Monaco, jedes Jahr anspruchsvoll, jedes Mal, obwohl man die Strecke kennt. Ich denke mal, ja. Grand Hatch vielleicht für die DTM auch mal ein Sonderfall. Aber das wissen wir ja erst, was die Jungs am Ende des Rennens sagen werden, weil das ist ja der erste Austragungsort hier auf diesem Parcours, auf diesem Kurs. Genau. Und da werden wir mal sicherlich erfahren, wie sie das Ganze über 50 Minuten so fanden. Guten Tag. Hallo. Ach, Maxi. Ach, hey, ich hab dir gerade nicht erkannt von der Stimme. Deine Stimme war auch immer so tief. Ja, ja, die war so ziemlich tief. Ja. Soll ich dir schon mal einblenden, Maxi? Kannst du machen. Gut. Oh Gott, wo habe ich denn jetzt hier eine freie Runde? Gar nicht. So, du bist eingeblendet mit deiner Cockpit-Perspektive. Ja, die Runde Ende können wir jetzt kurz erwarten, das ist doch eh nicht so lang. Ja, denk an die Curbs, Maxi. Maxi, allgemein, was ist das Problem bei der Strecke? Diese viele unterschiedlichen Kurven, sehr, sehr viele Höhenunterschiede,
Das Auto wird sehr, sehr leicht unruhig. Schlechte Überholmöglichkeiten, weil das DRS kannst du eigentlich nur auf Stadtziel aufmachen. Und viele Vollgaspassagen. Und Vollgaskurven auch. Wie ist das mit Bodenunebenheit? Erste Kurve, also der Körb außen setzt das Auto sehr, sehr gern auf. Genauso hier jetzt, wo ich jetzt gerade bin, wenn man da ein bisschen zu weit rauskommt, ist die Strecke sehr, sehr uneben. Da setzt das Auto auch sehr, sehr gern auf und lenkt dann noch einmal nach links aus und sonst Strecke sehr, sehr unruhig. Also es wird heute, ich vermute mal, dass heute sehr viele Dreher und... Ich denke, heute gewinnt eher der was am konstantesten fährt. Ja. Ja. Oh, ich bin schon echt gespannt. Wie sieht das mit dem Reifenverschleiß aus? Was kannst du nach der Practice Session denn sagen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Achso, weiß wie das sich verändern wird. Ich bin jetzt keine Longruns gefahren. Aber ich denke, dass leichte Reifenprobleme geben wird. Also sie werden abbauen. Direkte Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber halt, dass man es eindeutig merkt an der Rundenzeit her. Okay. Weil es auch sehr, sehr viel auf die Reifen geht, diese Strecke. Auch wenn sie kurz. Das allgemeine Setup für das Fahrzeug eher weich und solide oder doch ein bisschen aggressiv? Also ich fahre jetzt momentan ein sehr, sehr aggressives Setup. Ich werde es aber fürs Rennen umstellen. Ehrlich, ja? Da bin ich ja mal gespannt. Also mehr auf Sicherheit. Eher auf Sicherheit, genau. Na, ich glaube, das ist bei so einer Strecke auch sinnvoll. Aber sieht doch gut aus, wie du das hier machst mit den Kurven. Klappt doch gut, ne? Sag nichts. Was sagt der Crewchief? Wie viele Runden habt ihr für die 50 Minuten? Wie sieht das mit Sprit aus? Runden, denke ich mal, dass wir locker über 100 schaffen. Also wir werden zu 100... 100 nicht, locker über 50 meine ich. Also wir werden so 60, 65, 70 Runden schaffen. Also so kommt wie der Norris-Ding, so circa. Genau. Ich weiß gar nicht, was wir in Norris-Ring für Rundenzeiten gefahren sind. Aber diese Strecke ist ja tatsächlich kürzer wie der Norris-Ring. Ja, der Norris-Ring hatte, ich weiß nicht, wenn ich mich an Julia richtig erinnere, 2,3 kann das sein? Oh Gott, ja, kann sein, genau. Ich glaube, da haben wir auch 43 Sekunden gehabt, oder? Kann das auch hinkommen? Weiß ungefähr? Kann sogar... Norris-Ring könnte sogar schneller sein, weil du mehr Geraden hast. Ja? Nee, ich glaube, schneller war der nicht. Also 46 Sekunden, glaube ich. Ja, du hast recht. Meinst du, ja? War ja, 46, sowas. Ja? Ja, sowas in der Art war da, glaube ich. 46. Also bei mir war wie 43 irgendwie, aber okay, dann war das vielleicht 43? Wieder... 43? Okay, ist egal. Auf jeden Fall. Nee, ich weiß es nicht. Ja, ziemlich ähnlich. So? Ziemlich warum ähnlich. Warum stehst du in der Box, Maxi? Ich fahr. Ah, oh. Nee, jetzt fährt er nicht mehr, jetzt stehst du in der Box. Achso, jetzt ja. Nein, ich fahr immer noch. Dann spinnt hier irgendwie mein Auto direkt. Oh ja, jetzt fährst du wieder, ist ja komisch. Eben standst du in der Box bei mir, du. Ja, ja, ich sehe dich auch in der Box, Maxi. Ja. Und ich hab nichts anderes eingestellt. Okay, ja, tatsächlich, er ist schon am Ende der nächsten Runde, okay. Hä? Ja, echt merkwürdig. Ich habe es ja gedacht, was ist jetzt los? So, ich habe jetzt Maxi nochmal eingeblendet. Irgendwie wollte der dich gerade in die Box stellen, Maxi. So, wir können aber trotzdem kurz auf die Qualifikationszeiten jetzt zurückkommen. Und zwar bewegen wir uns da wieder zum Platz 10 hin. Alles innerhalb einer Sekunde. 8,5 Zehntel. Ganz vorne jetzt die Jungs, hi, der Josef, dann gefolgt von Roland und Tizian. Ich vermisse den Herrn Münch. Ist er gar nicht auf dem Server oder macht er gerade eine... Der ist gerade wieder gekommen, ich weiß nicht. Ach so. Ich glaube, der hat auch gerade Probleme. Okay. Hat er eben irgendwie schon erwähnt, ja, dass manchmal sein Bildschirm so ein bisschen grau wird oder so. Ich weiß nicht, an was das liegt, keine Ahnung. Das hatte doch wirklich was damit zu tun, dass Maxi auf meiner Box stand, keine Ahnung. Der Marcel Seger, Tobi Klemm auf Platz 5, hinter Jens Wolters zurzeit. Der Marcel Seger auf Platz 6, Toni Berg, Platz 7, Manfred Leopold. Pff,
Frank, Entschuldigung. Frank. Frank. Ja, ja. Da ist Frank. Dieter Kotsch hatte. Dieter Kotsch hatte, genau. Vlad auf dem 10. Platz. Ich mach mal kurz weiter. Maxi ist gerade auf dem 11. Der muss uns auch ein bisschen was erklären, aber trotzdem gute Zeit. Patrick Schmitz derzeit auf dem 12. André Neumann 13. Alexander Schleicher, unser Ersatzfahrer, heute auf 14. Jan Radiel 15. Andreas derzeit auf dem 6. ohne Zeit. Und Dieter Bayer ohne Zeit derzeit auf dem 17. Platz. Jo. Maxi, dann entlassen wir dich, damit du dich auch wieder noch die letzten 12 Minuten konzentrieren kannst. Ja, und danke, Maxi, ne? Kein Problem. Ja, vielen Dank. Ich schieb dich wieder runter. Zu Frank, bitte. Zu Frank? Ja, unten im Team-Channel am 1., glaube ich. Oh, aber dann muss ich dich mal ein paar Zwischenstationen abladen, weil, und dich dann nochmal weiter runterschieben, weil anders haut's nicht hin und sonst krieg ich mit meiner Maus hier nicht hin. Ja? Okay? Okay. So, für alle, die den Stream jetzt hier zum ersten Mal verfolgen, können wir nochmal sagen, bei dem Andreas Münch sehen Sie einmal die lilane Zeit, das ist die Sektor-Bestzeit. Ey, krieg den Maxi nie runtergeschoben, ey. Die grüne Zeit, wenn sie bei einem Fahrer aufblinkt, bedeutet, dass es seine persönliche Bestzeit ist. Und ja, und die weiße Zeit, in dem Falle keine Verbesserung. Wir sind hier beim Alexander Schleicher jetzt zwei Sektoren, zwei persönliche Bestzeiten und eine Gesamtverbesserung, jedoch mit einem Rückstand von 1,7 Sekunden. Genau so, ich bin jetzt auch wieder da, ich habe Maxi jetzt endlich runtergeschoben gekriegt. Irgendwie haut die Technik heute nicht hin, irgendwie ist echt komisch. Der Wurm heute voll drin, ey. Ja. Kann ich ein bisschen voll von singen. Ja. Du, dass Maxi in der Box stand, echt merkwürdig, also. Ja, ja, und auf einmal war er am Ende der Runde. Ja, komisch. So, auf jeden Fall hatte Roland gerade, ich weiß nicht, hat er seine Zeit jetzt nochmal verbessert? Ja, ist jetzt auf dem ersten vorgerutscht. Das muss ich mir wieder umgewöhnen. 41.606, genau. Andreas jetzt aber schon auf dem zweiten mit 41.624. Josef jetzt gleich auf den dritten gerutscht, innerhalb von ein paar Sekunden auf 41.637. Also wirklich alle dicht beieinander und alle eine 41,6, also schon echt top, ja. Innerhalb einer Hundertstel. Ja. Die ersten drei Fahrer. Wahnsinn, ja, oder? Ja, das ist schon wirklich. Und auch echt schön zu sehen, dass Frank Leubold heute auf dem 5. Platz ist, ja? Ja. Und ziemlich weit vorne, cool. Da haben wir eben gesehen, dass selbst der Josef nicht vor Fehlern geschützt ist. Hat sich kurz vor Boxeneinfahrt gedreht. Ja, genau, das habe ich auch gerade gesehen. So, das kann doch auf jeden Fall ein spannendes Rennen werden, ne? Ja, es wird sicherlich ein turbulentes Rennen werden. Oh ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Aber das werden ja die Jungs hoffentlich hinkriegen. Ach, um Spannungswillen sage ich jetzt mal, ich gönne es niemandem, aber... Leichtes Durcheinander, auch vorne, wäre schon ganz, ganz fördernd. Du, aber so, dass sie wenigstens alle noch weiterfahren können. Also wenn sie jetzt alle abschließen, wäre auch schlecht. Nein, nein, also. Ich möchte niemanden jetzt irgendwie did not finished wünschen oder sowas. Oh Mist, ich sehe gerade, sind gerade wieder zwei vom Server geflogen, wie es ausschaut. Sind wir jetzt nur noch 15? Warte mal, wer ist denn weg? Der Jan Radil ist weg. Ach, schon wieder. Mist, die haben halt alle Probleme, du. André Neumann hat auch gerade geschrieben, dass er Disconnect hatte. Was ist hier heute los, Mensch? Ach so, und der Schleicher ist weg. Alex? Nee, der ist da. Nee, 13. Alex ist 13. Ach warte so. Mal, irgendeiner, wer fehlt denn noch? Weil lass mich mal kurz gucken. Guck mal, jetzt auf die dicken Dreher. Ja, ja. Dieter ist da. Maxi... Komisch, wer fehlt denn noch? Tobi Klemm ist weg. Ah ne, ist auch nee, da. Nee, ist auch da. Der ist ja auf der A. Ist auch da. Oh, weiß ich. Ja, waren wir gerade schon mal 17. Ah, Patrick Schmitz ist weg. Ach so, ja. Ja.
Oha, das kann ja heute was werden, du. Ist ja ärgerlich. Wer weiß, an was es liegt, ne? Ja. Hi, André, was ist los? Fährst du, ja, wa? Ja, seh grad. Tizian kann aber nicht richtig. Ah, nee, du fährst ja heute ja nicht, André. Ersten drei. Na, nicht ganz. Aber auch eine 41er Zeit. Was ist los mit dir, André? Warum fährst du heute nicht? Auch 6000stel vor Tobi Klemm. Und 40000stel hinter Jens Wolters. Also da geht's richtig eng zu. Und der Frank Leopold ist ja auch nur 6000stel vor dem Jens Wolters. Mein. Ja. Naja. Ja, hier kannst du, hier ist es halt auch schwierig, große Abstände zu haben, ne? Dadurch, dass die Strecke halt so kurz ist, sind die Zeiten halt doch alle relativ nah beieinander. Aber apropos die Strecke nochmal, ich habe gestern auch mal ein Rennen geguckt, ich sag jetzt nicht wo, auf jeden Fall auch auf der Strecke. Und zwar waren dort 32 Fahrzeuge. 32? 32 Fahrzeuge. 32 Fahrer waren angemeldet, André, und 32 nein. Fahrzeuge. Was hast du gemacht? Du konntest im Qualifying nicht mal eine saubere Runde fahren. Und man müsste sich mal vorstellen, bis zum, ich glaube, 20. Platz waren sie alle innerhalb einer Sekunde. Bis zum 20. Platz? Krass. Ja. Oh, gut. Ne, also das ist natürlich das echt schon, krass. Ja, das war schon. Also die Anzeige vom die Leiste hier von der Übertragung war ja zu nicht lang genug, um alle Fahrer aufblenden zu können. Ne? Also die Auflösung war nicht mit Full HD zu klein dafür. Aber war schon interessant, also wirklich wie eine Perle, wie an der Perlenkette. Aber es geht, man sieht, dass es geht. Ja, oh, André. Keine Unfälle, keine gute Besserung. Ist miteinander, also es geht wirklich alles. Man muss halt nur manchmal eben halt doch zurückstecken und auf jeden Fall auf eine andere Möglichkeit warten. So, oha! Jetzt. Josef hat sich verbessert. 41,604. Genau, alter Schwede. Ja. Feuer rutscht. Roland der Zweite, Andreas Dritter. Ja. Oha. Da ist ja Josef heute sehr motiviert. Ja. So, 5 Minuten noch. Oh Mann, ey. Das kann heute was werden, Stan. Ich hab schon Angst. Und gerade, weil man jetzt mitkriegt, dass halt auch hier Discord, nicht Discord, Raceboom anscheinend ein bisschen spinnen wird oder spinnt. Ja gut, aber das spinnt wahrscheinlich für alle, ne? Ja, ne, wie gesagt, André ist ja vorhin runtergeflogen, glaube ich, so wie ich es mitgekriegt hatte. Jan jetzt schon wieder, der vorhin auch schon immer. Patrick Schmitz ist jetzt weg, komisch. Verstehe ich nicht. So, Maxi auf Platz 12 zurückgefallen. Jo, vor Vlad, nee, nach Vlad. Auf jeden Fall, wenn es jetzt so bleiben sollte von der Fahreranzahl her, dann bekommen auf jeden Fall alle Punkte, die zumindest ins Ziel kommen. Ja. So, also das wird auch ganz interessant. Platz 5 bis Platz 9 im Rennen, das wird sehr spannend. Ja. Guck gerade mal ins Tobi Klemm. Frank Leupold, ja. Jens, Marcel und der Toni. So ist es. Da wird ja wieder Explosionspotenzial. Also im Positiven bringt das mit sich. Ja, ja. Das Quartett. Aber wie gesagt, heute, ich glaube, heute bei der Strecke, bei den Voraussetzungen darf man auch niemanden großartig die Schuld geben, auch von den besseren Fahrern, sage ich jetzt mal, wenn da mal Mist passiert, weil die Strecke ist wirklich nicht einfach, die ist schwierig. Also, ja, klar. Wie gesagt, entweder sagt man sich, okay, pass auf, ich fahre heute einfach ein sicheres Rennen, Hauptsache durchkommen und ein paar Punkte mitnehmen, weil die Strecke, ja, oder die Startposition
mehr nicht mehr zulässt. Ja, oder man sagt, eben halt, okay, volle Granate, bisschen Risiko und entweder überstehe ich das oder ich falle halt aus, aber mach ein bisschen mehr auf Risiko, aber ich denke mal, dass es eine kluge Entscheidung sein würde. Ich hoffe, dass sie heute alle sicher fahren und alle so denken, wie du jetzt das gerade erwähnt hast. Aber naja, man weiß ja nie, ne? Naja, du fährst manchmal, kannst nicht verbremsen und reißt einfach Auto klar. Mit, ne? So. Ja, klar. Ich habe mich gefragt, es gibt ja nur die eine Variante der Strecke hier bei Raceroom, ne? Also die Indie-Variante, genau. Mehr haben wir hier bei Raceroom leider nicht. Also die normale Brands-Circuit-Variante mit, ich glaube, 3,2 Kilometer, 3,4 oder so. Die gibt es hier leider nicht bei Raceroom, genau. Die wäre für die DTM nämlich sehr interessant gewesen. Genau, und die fährt die DTM jetzt nämlich auch so in der realen Welt, also die echte DTM dieses Jahr. Ach so, okay. Die sind damals auch nur die Indie-Variante gefahren, ich glaube bis 2013 oder so. Und ab 2018 war sie, glaube ich, oder ab 2019 ist sie jetzt auch wieder mit bei die Strecke und da wird jetzt die lange Variante genommen. Da wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein Upgrade geben oder was? Na, mal schauen, ne? Also wie gesagt, DTM ist halt schon von 2016, deswegen sollte es normalerweise da sein. Naja, mal gucken. Ja. Sind ja froh, dass wir die Strecke überhaupt haben, ne? Ja. Du, die Strecke ist für GT3 auch. Ja, André. Weil Misano zum Beispiel haben wir, glaube ich, gar nicht. Und die wird ja in der echten DTM auch gefahren und dafür haben wir die ja durch Moskau ersetzt. Ja, genau, Moskau so war auch das. Eine ziemlich interessante Strecke. Bin ja, die kommt, glaube ich, als nächstes, möchte ich sagen. Ja. Genau, die kommt als nächstes. Ja. Ja, die ist auch sehr anspruchsvoll, ne? Viele hassen diese Strecke. So, 43 Sekunden, ne? Also Josef jetzt auf dem ersten. Nochmal verbessert auf den sechsten. Ja, und der hat sich auch gerade nochmal gedreht. Ah, das sehe ich jetzt erst, ja. Ja. Aber da hast du es gesehen, ein bisschen auf dem Curb, in dem Moment falsch beschleunigt oder zu viel beschleunigt, genau. Und das war's. Genau. Oh, ich will auch endlich fahren. Ich bin seit einer Woche nicht gefahren. Ach, schade, dass Patrick Schmitz und Jan Radier jetzt nicht mehr auf den Server gekommen sind. Ich habe eigentlich gedacht, die kommen wenigstens die letzten beiden Minuten noch rauf, aber... So, Josef startet von dem ersten, Roland Fehr von 2, Andreas Münch von 3, Tizian von 4, Tobi Klemm vom 5. Platz, Marcel von 6, Frank Leupold 7, Jens Wolters 8, Vlad Tartara, der auf dem 9. Platz, Toni Berglas 10, jetzt muss ich mal kurz... Toni Berglas von 10, Maxi vom 11., Dieter Kortscharte vom 12., André Neumann 13, Alexander Schleicher vom 14. und Dieter Bayer vom 15. Platz. So. Achso, ist dann nochmal ganz kurz für dich, wenn heute Slowdowns sind oder irgendwelche anderen Strafen, dann siehst du die heute unter dem VTM-Logo. Andreas hat es jetzt nochmal umprogrammiert. Schön. Aber von auch nochmal probiert, getestet, es haut alles hin. Schön. So. Ja, dann muss ich heute den Start kommentieren, weil du siehst es ja leider erst ein bisschen später. Ja, ich sehe 6 Sekunden, 7 Sekunden verzögert. Genau, so 21 Sekunden, ne? Oha. 9 Sekunden sogar, wenn du 21 eben gesehen hast. So. Und auf geht es mit dem Rennen hier auf der Strecke in Brands Hatch. Oh, vorne gleich. Josef kommt gut weg. Die ersten drei Platzierungen sind geblieben. Alle gut weggekommen, wie es ausschaut, auch auf den hinteren Plätzen. Tizian und Andreas gleich in der Kurve zu zweit nebeneinander, haut aber hin. Uha, gleich ordentlich Zweikämpfe hier. Aber kein Crash am Start, top. So soll es sein, alle haben bisher. Nee, Tobi hat sich schon einen Platz verbessert, Tizian hat einen Platz verloren. Josef hat jetzt schon einen leichten Vorsprung. Oh, Roland leicht aus der Kurve gekommen. Schade, dass du das jetzt so nicht mit mir zusammen sehen kannst.
Ja, ich seh's. Ja. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt. Oha, Tobi und Tizian. Da Tizian wieder vorbei an Tobi. Schöne Onboard. Andreas hat vorne an der Spitze jetzt auf Roland auch wieder aufgeholt. Aber ich bin wirklich überrascht, also... Du, bis jetzt sieht's echt super aus, also... Schöner Start. Top Start gewesen auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Ja, Tizian kommt die ganze Zeit ein bisschen weit raus in Kurve 1. Ja, richtig, genau. Also Ausgang Kurve 1. Sehr, sehr grenzwertig, was er da macht. Auch echt schön, schön zu sehen, dass die Fahrer sich jetzt wirklich alle hintereinander eingereiht haben. Oh, da ist Marcel neben der Strecke gewesen. Auch nichts passiert, alles gut. Also bis jetzt muss man wirklich sagen, die Platzierungen sind alle so geblieben. Andreas hat jetzt wieder ein bisschen verloren auf Roland, auf den Zweitplatzierten. Dabei ist Roland jetzt aber näher an Josef rangekommen. Der große Verlierer des Starts ist auf jeden Fall Marcel und der große Gewinner ist Maxi. Von Platz 12 auf Platz 9 und Marcel von Platz 6 auf 10. Na, Marcel ist, glaube ich, gerade über die Wiese gefahren. Ich weiß nicht, ob das wird ihn, denke ich, vielleicht ein bisschen Zeit gekostet haben. Ja, sicherlich. Roland kann sich aber wieder von... Richtig, genau, der kann sich wieder gut... Ja. Oh, Maxi und Marcel in der Kurve. Beide nebeneinander. Dich gefolgt von... Wer ist denn das? Vlad. Ah, Vlad, genau. Oh, was ist mit Tizian da hinten los? Der war jetzt gerade so langsam. Da ist jetzt zwischen dem zweiten, zwischen dem dritten und vierten Platz sind jetzt schon 3 Sekunden Unterschied. Beziehungsweise 3 Sekunden Abstand. Ja, die Gruppe schließt ja auch auf Tizian auf. Der Tobi ist noch ziemlich nah dran, der Flank. Genau. Der Flank. Die ersten drei sind ziemlich nah beieinander und dann ab Tizian wieder die nächsten drei. Ja, also Tizian lässt ab, reißt ab hier. Ja. Kann die Speed nicht mitgehen. Frank jetzt auch schön nah an Tobi hinten dran, ne? Oh ja. Schöne Onboard. Ja, aber das ist ja, ne, genau das ist es ja. Du kannst im Infield hier nicht überholen. Alles ganz schnelle Passagen und die einzige Möglichkeit, wie gesagt, also die Start- und Ziel-Tobi. Der Frank setzt jetzt auch mit DRS, versucht er dran zu bleiben oder noch näher ranzukommen. Von einer Spitze sind sie jetzt auch alle im Sekundenfenster, alle nah beieinander. Ja, der Andreas, also ich habe so die Vermutung, dass der Roland und der Andreas ein Tickchen schneller fahren können als der Josef zurzeit. Ich gucke gerade mal wegen der Zeit. Jo, Andreas und Roland haben auch beide eine bessere Zeit als Josef derzeit. So, ich habe jetzt mal ganz kurz zu Marcel umgeschalten. Hier sieht es jetzt nämlich auch spannend aus zwischen Maxi, Marcel, Vlad und Dieter Kocciate. Ja, der Marcel wird sich ärgern natürlich. Ein Fehler auf der kurzen Strecke und schon hast du von Platz 6 auf Platz 10. So, der Flat gerade mit... Da steht Jens an der Seite und hat seine Stoßstange verloren. Ah, da war ein Dreher wahrscheinlich. Ja, da war ein Dreher, ein Einschlag links nach Ausgang Kurve 3. Genau, da liegt auch die Stoßstange. Ja. Was ich gerade noch erwähnen wollte, genau, Roland Fehr hat derzeit die absolute Bestzeit von 42.005, dicht gefolgt von Andreas mit 42.082. Und da
danach kommt dann erst Josef, derzeit auf dem ersten Platz mit 42,134. Die Stoßstange liegt da immer noch. Ich weiß nicht, wie ist denn das hier bei Raceboom? Wenn da eine Stoßstange liegt und dann Fahrer rüberfahren sollte, hat das dann irgendwie Auswirkungen auf die Räder? Kann da irgendwas kaputt gehen hier nicht? Nee. Okay. Also Andreas hat jetzt schon etlich Zeit verloren. Genau, der ist jetzt schon bei 2 Sekunden. Entschuldigung, habe ich dir das Wort jetzt vorweggenommen? Nein, du hast dieselbe Idee gehabt wie ich. Ja, wollte ich gerade auch ein wenig. Entweder kurz einen Fehler gehabt irgendwo oder. Ja, das habe ich leider nicht gesehen, aber ja, scheint so zu sein. Gut, hier reicht ein kleiner Verbremser, dass du wieder ein bisschen Zeit verlierst. So ist es. Ja, und wie gesagt, der Roland ist schneller als der Josef. Also, das Problem ist aber, er kommt nicht vorbei, das ist ja das. Nee, oha, Roland hat jetzt schon eine 41er Zeit, 41,894. Top. Ja, ich würde sagen, Josef ist der konstantere Fahrer von beiden, aber Roland der schnellere. So war zumindest mein Empfinden immer. Was denn? Nein, das ist gut gesagt. Das Problem ist, wer gewinnt das? Tja, das wird sich herausstellen, ne? Ist der Schnellere so schnell, dass er einmal extra in die Box fahren kann, um eine neue Stoßzeile zu bekommen? Na, nee, das nicht. Oha! Maxi an Marcel. Ein kurzer Rempler, kurz rübergezogen, aber beide auf der Strecke geblieben. Zum Glück. Wirst du jetzt gleich sehen. Da wechselt auch die ganze Zeit jetzt eben. 10, 9, 8, habe ich gerade gesehen. Ja. Ja, der Maxi ist schwer zu überholen. Egal ob in der GT3, der Maxi. Ja, richtig. Also eigentlich weiter. Dabei ist er gar nicht so breit. Nö, das ist nicht auf dem Foto. Deswegen meine ich ja. So, vorne an der Spitze haben wir jetzt alle einen Abstand von knapp einer Sekunde. Mal kurz zu André Neumann und Vlad schalten. André ist jetzt nämlich vorbei an Vlad, jetzt auf dem 11. Platz. Aber ich denke mal, nachher nach dem Boxenstopp kann sich noch mal einiges tun. Da werden die Plätze noch mal neu gewürfelt. Da hängst du dann wirklich ab, wie der Boxenstopp ausfällt. Gerade bei dieser kurzen Strecke. Und da die Fahrer halt auch wirklich alle noch sehr dicht beieinander sind. Ja. Oh, was ist denn mit Jens los? Hat der gerade einen Slowdown gehabt? Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade nicht aufs Kästchen geachtet. Der fährt so langsam. Jo, der scheint einen Slowdown gehabt zu haben. Weiß nicht, hast du gesehen, ob hier ein Kästchen im Fenster war? Habe ich nicht gesehen, ne? Na, ich weiß auch gerade nicht. Fährt er schon wieder so langsam, oder? Sein Auto ist defekt. Ich glaube, sein Auto ist defekt. Nach dem Einschlag von vorhin vielleicht. Ich habe mir jetzt gerade mal ein Bild. Der bremst dann wieder ab, fährt wieder ganz langsam. Schwer zu sagen. Ja, es fährt über die Wiese, vielleicht die anderen. Also wird es jetzt nicht an der Slowdown oder so liegen? Nee, das nicht. Das sieht nach etwas aber aus. Ja, ich denke mal, aber hier auf der Strecke ist es halt auch relativ schwierig, glaube ich, eine Slowdown zu bekommen. Da war es am Sonntag bei GT3 auf. Wo seid ihr da gefahren? Ich überlege gerade, was war denn das? Hab's schon wieder vergessen. Ach so, eine Imola. Imola, genau. Da war es natürlich echt, da gab es echt viele Slowdowns und Strafen. Hier ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Naja, zumal die Jungs wissen, dass du mit den Fahrzeugen ja nicht so doll über die Kantsteine richtig, fahren kannst. Richtig, richtig, genau. Genau. Ja. Mit den GT3s ist es ein bisschen was anderes. Ja. André Neumann auf Platz 11. Nee. 10. Der ist jetzt am Blatt vorbei. Achso, die Anzeige unten stimmte nicht mit dem. Okay. Ich glaube, jetzt hat es gerade gewechselt. Also, siehst du es vielleicht ein bisschen später. Hat jetzt, glaube ich, gerade gewechselt. Aber vorne, muss ich sagen, ist der Abstand auch schon wieder größer geworden. Also, immer mal wieder so, wie die gerade die Kurve kriegen. Habe ich auch gerade gedacht, wie die. Ja. Genau. Zwei doofe Inje, danke, ja? Ja, genau. Ja, der ist ja eigentlich auch ausschlaggebend, oder nicht? Also. Ja, klar. Selbstverständlich, klar. Ja. Bei den anderen Strecken, dann weiß ich nicht, wo das Speed denn halt ausschlaggebend ist, auf Strecken, die halt viele Geraden haben,
so dotiere halt, wie sie die Kurven kriegen. In der Hoffnung, dass sie nicht zu viel übersteuern haben. Ja, der Josef fährt eigentlich die ganze Zeit sehr ruhig. Ja, hat aber trotzdem noch nicht, immer trotzdem noch Dritter in der Zeit. Ja, aber das ist das, was du gesagt hast, konstant. Ja, klar. Ja, und er weiß ganz genau um die Strecke, dass die eigentlich nicht viele Überholvorgänge zulässt. Mhm. Und er behält wahrscheinlich auch den Vorsprung die ganze Zeit im Auge, dass er sagt, okay, Ausgang letzter Kurve habe ich knapp eine Sekunde auf den Roland, das reicht nicht bis Ende der Start und Ziel, dass er an mir vorbeigeht. Auch mit DRS nicht. So, und dann fängt die nächste Runde an, so gesehen, und das gleiche Spiel. Zu nah kannst du auch nicht ranfahren, weil du natürlich einen Strömungsabriss bekommst und der Wagen nicht mehr so gut auf dem Boden liegt. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ja. So, ich glaube, Jens wird jetzt gleich überrundet. Oder die ersten sind, glaube ich, schon überrundet. Auf jeden Fall Dieter und Jens, glaube ich. Das habe ich gerade gesehen im Bild. Okay. Es ist dann halt auch noch so ein Faktor, ne? Wenn die ersten drei vorne halt kämpfen, bei Andreas in der Zeit wird das nämlich auch wieder. Uha. Da ist gerade, wer ist denn da gerade abgeflogen? Wer war denn das? Wer steht da jetzt neben der Seite? Jens. Ach Mist. Ich glaube, Jens ist jetzt raus. Oh, ganz heftig. Hm. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt gedreht hat, was da passiert ist. Keine Ahnung, hat zu spät hingeschalten, der Autodirektor. Waren da nicht eben zwei, die da irgendwie involviert waren? Meinst du? Einer kam irgendwie quer über die Strecke und der andere hat sich gedreht, habe ich gerade noch gesehen. Guck gerade mal. Ja, scheinen alle noch auf dem alten Platz zu sein. Ach, André hat jetzt, der war da eben noch auf dem 10, jetzt ist er 13, genau. Ach, André ist gerade dabei, überrundet zu werden, der hat gerade Platz gemacht. Andreas muss jetzt gleich noch an André vorbei. Josef und Roland sind schon vorbei. Ja. Ja, aber ich denke mal, da macht er auch schon Platz. Schöne Onboard-Perspektive, wie Dieter gerade dabei ist, Alexander zu überholen, aber hat er nicht ganz geschafft in der Kurve. So. Aber schön vorsichtig gefahren, auch auf den hinteren Plätzen. Ja, so Andreas sich gerade hat jetzt schon wieder ganz schön viel Zeit verloren. Na, der ist gerade noch dabei. Er ist noch nicht vorbei. Ah, nee, ist noch nicht vorbei an André. Wie es ausschaut, wollte André ihm eigentlich Platz machen, aber dadurch verliert er jetzt natürlich etliche Zeit und die beiden vorne können jetzt so gut davonfahren. Oh, jetzt ist er vorbei. Oha! Wer steht da neben der Strecke? Wer ist denn das? Oh! Jetzt hab ich's. Ja. Jo. Ohne Stoßstange. War das der Schleicher? Jo, war Alex. Die verlieren alle ihre Stoßstange. Ja, meine Reden. Haben eben Josef und Roland Glück gehabt, dass sie nicht reingefahren sind. War relativ knapp, aber noch gut davon gekommen. So, das Pflichtboxenstopp-Fenster ist jetzt auch geöffnet. Ab jetzt können die Jungs ihren Pflichtboxenstopp absolvieren. Und Roland ist jetzt sehr nah an Josef dran, ne? Ja. Ein Abstand von 0,2 Sekunden hatten wir gerade. Andreas hat das auch schon wieder ein bisschen aufgeholt. Aber ich denke mal, es hängt. Ja, aber ich denke mal, das wird jetzt nachher auch noch am Boxenstopp liegen, wer auf welchem Platz rauskommen wird. Generell wird dann, glaube ich, nochmal sich einiges ändern. Weil es gibt ja auch so ein paar Experten, die den Boxenstopp gerne mal versauen, wa? Oder zu weit fahren und dann wieder rückwärts fahren. Ja, wobei ich sehe nicht den Boxenstopp, sondern ich sehe eigentlich mehr die Chance oder mehr Probleme bei den Überrundungen. Ja, das auch. Maxi ist Blatt reingefahren, Mist. Ärgerlich. Richtige Crash hat er gerade.
Blatt jetzt etliche Punkte verloren. Der fährt jetzt auch ganz langsam. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Ob sein Auto kaputt ist. Ah, nee, der hat die anderen erst vorbeigelassen. Nee, jetzt bremst er wieder. Ja, ist das ärgerlich. Auf jeden Fall muss ich sagen, sind die Fahrer sehr rücksichtsvoll. Gerade was dann so mit den Schnelleren vorne angeht, so wie Vlad gerade, der den Platz gemacht hat und gewartet hat, bis die Schnelleren vorbei sind. So, und Alex ist jetzt in der Box gewesen. Als erster. Für Vlad jetzt, oh, wer ist denn hier noch raus? Alex. Ah ne, Alex fährt jetzt wieder los. Der war aber lange in der Box. Ja, der hatte ja die Frontstoßstange verloren. Ach so. Hat er gleich alles wechseln lassen. So, ja. Und Jens steht leider schon in der Box, kann leider nicht mehr mitfahren. Was wollte ich denn gerade noch erwähnen? Ah, genau, Vlad hat jetzt leider etliche Plätze verloren. Schade. So, Andreas konnte auch wieder ein bisschen aufholen. Ich vermisse heute unseren Kevin hier im Chat. Also Kevin Corti, der guckt heute gar nicht zu, ne? Der guckt uns immer zu. Das ist ein schlechtes Omen. Zum Neuen. Ja, Baba, leider ist er raus. 37 Minuten. Genau. Und oh. Wir haben schon ziemlich... Oh, was hat Roland da gemacht? Roland hat sich gedreht. Andreas vorbei. Wieder, oh nein, ich weiß nicht. Stelle wie der Josef, ich weiß nicht, ob er in die Box fahren sollte. Eigentlich, ob er in die Box fahren wollte, aber irgendwie. Ah, oh, das ist nicht. Natürlich. Das sah zumindest so aus. Ah, ist natürlich ärgerlich jetzt, ja. Er hat jetzt 8 Sekunden Rückstand auf Andreas. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Du, das kann das ganze Rennen durch noch passieren. Das kann bei jedem passieren, denke ich. So ist das, genau. Die kleinste Unachtsamkeit und das ist schon passiert denn. Also, sagen wir, heute können wir nicht voraussehen, wer Erster wird bis zum Ende. So, Andreas 2 Sekunden hinter dem Josef. Ja. Hat er jetzt gut aufgeholt. Ich weiß nicht, an was das jetzt liegt. Kurz mal, ist Josef. Da vorne ist er. So, Tizian ist hinter Tony Klern. Genau. Da wird auch noch sicherlich spannend. Bald. Ach, siehst du, ich wollte mal noch wissen, wie lange so ein Boxenstopp hier eigentlich dauert. Aber gut, dadurch, dass sie alle nochmal in die Boxen müssen, ist das ja, denke ich. Oh, wer steht da an der Seite? Da steht schon wieder einer. Scheiße, Mist, habe ich gerade nicht gesehen. War das André Neumann? Ich glaube, das war André Neumann. Ja, ich glaube, André Neumann. War nämlich so ein weißes Auto. Du, vorne ist schon leicht demoliert aus. Ja, na, ja, das ist André. Ja. So, der Maxi wieder mit Lichthupe unterwegs. Wie auf, immer. Auf den Alex Schleicher läuft er jetzt auch. Wahrscheinlich ja wegen Überrundung. Achso, ja, ja, wegen Überrundung, richtig. Weil Alex ist auf dem 13, Maxi dem 9. So, Tizian schließt immer weiter auf Tobi. Schöne Onboard-Perspektive aus Tonis im Auto. So, vorne an der Spitze wird es jetzt auch ein bisschen enger wieder. Zwischen Josef und Andreas. Oha. Tizian! Tizian wechselt hier aber auch von links nach rechts immer seine Spur. Ja, ja, er versucht den Tobi nervös zu machen. Ja, meinst du ja? Siehst du, der ist an Tobi vorbei. Ja, ja. Ach so. Ja, ja, das ist ja so eine Taktik, den Fahrer vor dir nervös zu machen. Ja, ja. Naja, aber Tizian ist jetzt wie gesagt vorbei. Jetzt wieder ja. Auf dem 4. So, unten Platz 12, 13, 14 waren schon in der Box. Also ich denke mal, die anderen, bei Minute 30, denke ich, werden die meisten in die Box fahren oder 28. So ist es ja zumindest meistens. Oh, Tizian leicht rausgekommen.
Ja, der hat das ja mit dem Ausgang Kurve 1. Also die ganze Zeit schon. 40 Sekunden? Okay. Was? Mit Reifen nur 5 Sekunden? Ah, okay. Danke für die Info. Baba hatte gerade noch geschrieben, dass der Boxenstopp nur mit Reifenwechsel ca. 5 Sekunden dauert und mit Stoßstange 40 Sekunden. Oh. Oh. Deswegen denke ich, André hat jetzt nämlich, die haben jetzt hinten alle einen Abstand von 30, 40 Sekunden auf den Vorplatzierten, bestimmt, weil sie alle Stoßstange wechseln mussten. Ja. Okay, aber du kannst ja ein DTM-Fahrzeug schlecht ohne den Frontsplit, also Frontstoßstangen fahren. Ja, klar. Und vor allem nicht, wenn du noch über 30 Minuten zu warten hast. Ja, richtig. So. Auf jeden Fall sind jetzt Tizian und Tobi am spannendsten, laut dem Autodirektor. Oh, da steht Frank Leupold in der Leitplanke. Ja, auch gedreht, so, Ausgangskurve 1. Oha, da steht da immer noch, er wartet, bis jetzt alle weg sind. Nee, jetzt hat er, ja, was hat er dann jetzt gemacht? Jetzt ist er in die Box gegangen, mit Escape zu drücken. Oh. Ja. Sein Auto war auf jeden Fall weg, also ich denke mal, er hat den Escape gedrückt. Aber es kann sein, dass er Motorschaden hatte. Meinst du? Ja, bei Motorschaden steht er ja mitten auf der Strecke, vielleicht war das der Grund. Ah, kann auch sein, okay. So, da waren es nur noch 13 Fahrer. Ich bin mal gespannt, wann die Ersten jetzt von oben, von den ersten Positionen in die Box gehen. Würde mich ja dann mal sehr interessieren. Ich hoffe, wir kriegen das mit beide zusammen. Ja, ich denke mal, die werden sich, die Spitze wird sich aneinander orientieren. Also die ersten vier werden sich aneinander orientieren und je nachdem, wann einer von denen in die Box geht, ich vermute mal, wird sich entscheiden zwischen Josef und Andreas. Mhm. Jeder will das so weit wie möglich hinauszögern oder eben halt einen Undercut starten, aber bei so einer kurzen Strecke ist das auch immer so ein Gamble, ob du das Perfekte triffst in dem Moment, ne? Ja. So, Toni jetzt gerade aus der Box gefahren. Zeiten sind jetzt alle sehr, also echt Wahnsinn, also eigentlich sehr weit auseinander. Mal hat man 2 Sekunden Abstand, mal 13, mal 14, also krass. Ja, jetzt steht Vlad in der Box. Mir war so, als ob Vlad eigentlich vorhin schon mal in der Box war, weil er eigentlich schon einen grünen Punkt hatte. Hm. Vielleicht hat er noch einen Schaden, den er nicht repariert hat. Kann sein, weiß ich nicht. Guck gerade, fährt er los? Nee, also noch steht da. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt nochmal losfährt. Steht er seitlich oder steht er... Nee, ach, jetzt fährt er weiter, jetzt fährt er los. Nee, er stand nicht seitlich, er stand so, wie es richtig in der Box zu sein hat. Genau. Aber ärgerlich, weil er, wie gesagt, weil er eigentlich den zweiten Boxenstopp jetzt schon hat. So, ab Platz 8 waren jetzt schon alle in der Box. Auch Maxi, genau. Naja, man muss ja auch ehrlich sagen, jetzt ist das ja nicht mehr so wild, weil wie viele Fahrer haben wir jetzt? Wir haben jetzt 13 Fahrer. 13, genau. Das heißt, man ist sowieso noch gut in den Punkten. Hauptsache, man kommt durch. Ja, auf jeden Fall, klar. So, jetzt ist Tizian in der Box. Tizian derzeit auf dem... Tizian fährt raus, aber irgendwie wackelt sein Auto ganz schön. Ich weiß nicht, ob sein Motor gleich sein Auspuff gleich abfällt. So hat es sich zumindest angehört. Tizian auf Platz 6 wieder rausgekommen. Das war der Begrenzer wahrscheinlich. Ach, Frank. Okay, Motor aber aus. Gut, was hast du denn gehabt? Motorschaden oder was? Jens, verbirgst du dich hinter Bava?
vorderen. Ich hab das immer noch nie gecheckt. Aber die waren ja noch nicht in der Race Control. Ja, aber ihr habt ja eine noch. Penalty. Wer hat inne? Hast du gerade gelesen? Ja, Toni. Ja. Oh, das hat Andreas aber schön gemacht. Das sieht gut aus. Sieht gut aus, oder? Ja. Ach Jens, okay, nur jetzt verstehe ich auch, ja. Ich weiß, ich hab's vorhin auch schon bemängelt. Sag bitte nix. Weiß wird doch besser sein. Vielleicht mit mit einem. Ja, die rote Schrift ist nämlich nicht durchgängig, sondern gestrichelt. Und deswegen erkennt man den Namen so schlecht. Aber ich hab's vorhin schon bemängelt. Das konnten wir leider. Wir haben es um 7:45 getestet gehabt, ob es hinhaut, und konnten es leider dann nicht nochmal abändern. Also. Weil wir sind ja schon froh, dass es jetzt wenigstens unter dem VTN-Logo steht. Ja, trotzdem top. Ja, so. Tobi war jetzt auch schon in der Box. Dieter noch nicht, aber Marcel auch schon. Also die ersten drei Plätze fehlen noch und Platz 6 fehlt noch. Mich würde mal interessieren, wie die Reifen jetzt ausschauen bei den ersten drei Platzierungen. Ob die irgendwie schon was anzeigen oder. Was sagen denn die Zeiten? Boah, ja, Andreas ist jetzt nah rangekommen an Josef. Roland hat es jetzt 20 Sekunden Abstand. Oh, warte mal, Roland ist in der Box. Ja, Roland ist in der Box. Ich blende ihn mal kurz ein. Ach, schade, Frank, dass du einen Crash hat. Das tut mir leid. Bin ich nur gewundert, warum du auf einmal da an der Leitplanke standst und dann auf einmal weg warst. So, wo kommt denn Roland raus? Roland kommt hinter Tizian raus. Tizian jetzt auf dem 3. Platz. Oha. So, Josef jetzt auch in der Box. Andreas jetzt auf dem 1. Mal schauen, wo Josef rauskommt. Wer steht da noch in der Box? Sieht aus wie Dieter? Wer ist Dieter? Ach, ja, Dieter Kotschater ist jetzt in der Box. Oh, Josef, sein Boxenstopp ging aber sehr schnell. Und, wo kommt er raus? Jo, Josef bleibt weiterhin auf dem 2. Platz. Hat jetzt 26 Sekunden Abstand auf Andreas. So, Andreas fährt jetzt in die Box. Ich blende jetzt mal ein, ne? Mhm. Mal schauen, wie sein Boxenstopp jetzt aussieht. Oh, gut gehalten. Diesmal auch noch rückwärts fahren. Hat aber länger gedauert als. Oh, Maxi hat. Was hat Maxi? Eine Slowdown. Hat aber länger gedauert als bei Josef. Und schafft das vor Josef? Wird ganz knapp. Da kommt Josef. Ah, nein, da Andreas bleibt auf dem. Ja, Andreas bleibt auf dem 2. Josef auf dem 1. Aber dicht hintereinander. Maxi. Ja, genau. Da hatte ich ja gerade erwähnt, dass Maxi eine Slowdown hat. Genau. Das siehst du ja leider später, ne? So. Oh, was mit Toni? Toni steht jetzt auch schräg. Da Toni auch raus. So, waren es nur noch 12 Fahrer? Ja. Oha. Ja, Patrick hat gerade geschrieben, sein Monitor war schwarz und dann, zack, war Race Room von der Festplatte runter, hat er geschrieben. Ja. Okay. Jo. Soll man dazu sagen? Virus oder so? Ärgerlich. Deswegen konnte er auch nicht mehr mitfahren. Ich weiß nicht, was bei Jan los war. Er hat bestimmt auch Probleme gehabt. So, aber dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf den 1. und 2. Platzierten wieder, die gerade im Bild sind. Josef und Andreas. Eine Sekunde. Schade, dass Roland nur noch 4. ist. Auf dem 3. jetzt derzeit Tizian. Meinst du, Patrick? Aber an was liegt das? Das ist ja komisch. Kann doch nicht einfach wie so. Wie viele Punkte Abstand hatte Tizian nochmal auf den Roland? Warte. Oh, Andreas, jetzt ganz nah an Josef dran. Na, Tizian ist ja auf dem 4. und vor ihm ist ja Josef. Also so, Tizian Josef. Hat 100. Genau, Tizian hat 167 und Josef hat 191. Und Roland hat 199. Na, okay. Also.
24 Abstand. Ja, also die Platzierungen werden so bleiben, denke ich. Vielleicht wird sich zwischen Josef und Roland was tun, aber Andreas wird auf jeden Fall seinen ersten Platz behalten und Tizian seinen vierten. Oh, Andreas ist aber ganz nah dran. Ja, der ist jetzt nah dran, ne? Ist auch der Einzige, der jetzt im Sekundenfenster ist. Kannst du da mal Patrick, eine Runde tut mir leid. Anmachen? Oder bei wem? Bei Andreas. Hier hinter Josef fährt. Also Front? Ja, zum Beispiel. Oder ich mach jetzt mal Front. Okay. Also Cockpit. Ja, genau. Gut. Habe ich gemacht. Mal sehen, in welchen Kurven er näher an Josef rankommt. So. Also auf jeden Fall ist er schneller an der Anfahrt an die Kurve 1. Am Anbremspunkt. Da sind sie relativ gleich, Kurve 2. Ah! Gegen die Wand gefahren. Wer? Andreas. Ah, nee, ne? Doch. Ah, gedreht auf den Curb. Au! Ob der Motor da noch läuft? Weiß nicht, sieht gerade im Moment nicht so aus. Toll. Nö. Okay. Ja, das so. War schon hart. Ja. Machst du denn sowas? Ich hasse es, recht zu haben. Verdammt. So, da waren es nur noch 11. Ah. So, Josef freut sich jetzt vorne. Tizian mit 9 Sekunden Unterschied, oder Abstand besser gesagt. Naja, andererseits muss man sagen, spannend für die Meisterschaft. Ja, auf jeden Fall. 21 Minuten sind es noch zu fahren. Mal gucken, ob überhaupt noch ein paar Fahrer am Rennen sind. Klingt ja fies, aber ja, muss ich sagen. Da wollte ich ja in den Cockpits, in die Cockpit-Sicht. Du musst Schulz-Stand! Zur richtigen Zeit eingeblendet. Also ja, du bist Schulz! Wir haben auch die Ursache dafür gesehen, ein total mitgenommener Curb bei Vollgas hat gereicht. Ja. So. Oh, dafür hat Josef jetzt absolute Bestzeit. 41,969. Aber ich glaube, da gibt es noch eine schnellere Zeit. Das ist seine absolute Bestzeit. Nee, ist generell die absolute Bestzeit. Roland hat 41,984. Das Weil sind die beiden einzigen mit. Ja, ja. Was? Ich wundere mich, dass nicht lila eingeblendet wird. Also ich sehe hier keinen, der noch eine 41er Zeit hat, außer er und Roland. Okay. Und 984 ist ja schlechter als 969, wenn ich mich nicht recht Nein, irre, außer oder? Außer Frage, außer Frage. Ja, ich sehe, dass sie hier nur grün hinterlegt ist, richtig, aber so ist es aber, du. Okay. Ja, ich hab das ja nicht, deswegen. Ja, nee. So, Josef ja. Jetzt gerade wieder dabei, jemanden gleich zu überrunden. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Blatt könnte es sein oder Alex Schleicher? Ich weiß nicht, ich glaube Alex Schleicher eher. Ja, der schwarze Alex, Mercedes, ja. Genau, Alex Schleicher. Der Marcel ist wieder auf Platz 5. Das wird ihn sichtlich freuen, nach dem verpatzten Start. Ja, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo ist Marcel? Auf welchem Platzierung ist er? Das ist eigentlich noch relativ weit hinten, glaube ich. Warum Marcel? Marcel ist 5. Achso, du meinst ja, auch. Ja, nee, ich meine Tabelle. Generell in der Fahrerwertung, ja. Okay. Was ist denn hier Marcel? Nicht blind? Ach hier, Platz 16 derzeit. Der kann sich dann über ordentlich Punkte freuen. Der wird dann heute, denke ich, an etlichen vorbeiziehen. Weil viele, die weiter vorne sind, sind heute auch nicht mitgefahren. Also da kann er heute etliche Plätze gut machen, auf jeden Fall. Freut mich. Okay. Weil die sind nämlich so ab Platz 9 alle so ziemlich dicht beieinander.
und wenn dann halt einer mal nicht mitfährt, ne, und einer halt bei 11 verbleibenden Fahrern natürlich alle, die ordentlich Punkte holen können, ne? Klar. Tobi auch, Platz 4. Ja, genau. Guck grad nochmal. Tobi auf dem... Ja, der ist derzeit 5, aber der kommt... Naja, der ist mit 66 Punkten zu weit weg von Tizian. Das wird er nicht schaffen heute. Ja, zumal Tizian auch noch Platz 2 ist. Also Tizian wird ja auch noch sein. Ah, stimmt, genau. Ja, ja, ist so. So, wen wollen wir denn nachher interviewen? Hast du schon... Was? Nee, ich warte mal ab, wer ankommt. Achso, okay, also wir nehmen auf jeden Fall irgendwelche Fahrer nur, die angekommen sind, ja? Ja. Na, das nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, wer alles noch da ist, aber... Ja. Ah, ich glaube, da sind nachher etliche angepisst sein. Oh, Entschuldigung, falsches Wort, piep. Also wenn der André Neumann durchkommt, dann würde ich den mal auf jeden Fall nehmen. Ja, gerne. Und den Marcel. Okay. Na gut, die sind doch alle, ich weiß nicht, dann können wir da vielleicht auch noch den Alexander Schleicher gleich nehmen, da ist doch heute, also als Ersatzfahrer und, genau, und sein erstes Rennen heute. Wäre doch vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja. Muck, wieso? So, der Abstand vorne zwischen den ersten beiden ist gleich. Ist 8, ja, bleibt ungefähr bei 8 Sekunden immer, also ungefähr. Roland auch ungefähr immer so mit 3 Sekunden noch an Tizian dran. Ne? Jetzt ist mein, wollte ich gerade sagen, mein Stream ist neben. Was? Mein Stream ist gerade eingefroren gewesen. Oh. Okay. Liegt jetzt aber nicht an mir oder war jetzt bei dir nur? Nö, war nur bei mir. Grade. Gut, bei mir läuft noch alles. So, 16 Minuten sind jetzt noch zu fahren. 11 Fahrer sind noch im Rennen. Der Abstand der einzelnen Fahrer ist relativ groß. Was ich gerade ein bisschen komisch finde, dass André seine Zeit jetzt vom 8. Platz nicht auf dem Vordermann auf Dieter Kotschatta angezeigt wird. Weil der eine Runde zurück ist. Nee, danach wird es wieder angezeigt. Platz 19 und 11 wird bei mir wieder angezeigt. In meinem Spectator nur André Neumann seine Zeit nicht. Was ist jetzt mit Vlad los? Der ist jetzt auch... Vlad ist schon wieder in der Box. Nochmal Reifen holen, keine Ahnung. Das war der dritte Mal jetzt in der... Das dritte Mal jetzt in der Box. Aber dafür schlägt er sich wacker. Auch wenn nur auf Platz 11. Ja, was soll ich sagen, ne? Wer ist denn mit... Was mit Alex? Alex war jetzt auch nochmal in der Box. Alexander Schleicher. Oh. Was machen die denn da alle? Was denkst du denn? Reifen oder Benzin oder... Ne, Reifen eigentlich nicht. Ich meine, die haben ja vor 15 Minuten gerade gewechselt, also... vielleicht irgendwelche Schäden am Fahrzeug, ich weiß es nicht. Ja, kann auch sein. Weil Vlad ja jetzt schon das dritte Mal war. Aber können wir ja Alexander nachher fragen, warum er jetzt schon das zweite Mal in der Box war? Ja, Alexander sieht gerade, dass seine linken Scheinwerfer nicht so ganz sind wie die rechten. Also wenn du von vorne auf die Haube guckst, linke Seite. Aus dem Auto gesehen, rechte Seite. Ja, Thomas, genau. Daran wird es liegen, bestimmt. Ärgerlich. Angeschlagen sein. Ja, nee, Patrick hat gerade geschrieben, neue Vorderreifen abholen. Ja, nicht nach 15 Minuten. Also dafür haben sie die Jungs die Stints, den ersten Stint lange durchgehalten und es darf ja auch nicht vergessen, dass die Reifen mit dem leichter werdenden Fahrzeug auch nicht unbedingt mehr abbauen. Eigentlich im Gegensatz. Tizian lässt weiter ein bisschen abreißen oder er sagt sich, okay, ich bin mit dem Platz 2 zufrieden. Stimmt, Patrick. Der Roland ist 3 Sekunden, 2,5 Sekunden hinter mir, Hauptsache halten. Du, Roland könnte vielleicht noch aufholen auf Tizian. Also, ja, klar. Ja, wird jetzt immer dichter der Abstand. Weiß nicht, an was es jetzt liegt, jetzt sind es nur 2 Sekunden.
Ja, mal schauen, wer jetzt konstanter fährt von beiden, ne? Kann ja sein, dass vielleicht einer gerade eine Überrundung hat oder was. Ne, Tizian ist da. Nee, keine Überrundung, alles gut. Keine Überrundung. Tizian hält jetzt die absolute Bestzeit von 41.831. Ist circa 14 Sekunden hinter Tobi. Genau. Der Tobi. Und Tobi 10 Sekunden. Genau. Mach alles. Genau. Weiter sehe ich leider nicht, weil doch der Maxi jetzt 1 Minute 10, also. Nee, Maxi hat 35 Sekunden Abstand auf Marcel auf dem 5. Platz. Achso, nein, ich rede vom ersten. Auf den ersten hat er 1 Minute 10. Achso, ja. Zumindest wird mir das hier angezeigt. Okay, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. So, und... Können wir mal kurz durchsehen. Josef derzeit auf dem ersten, Tizian auf 2, Roland fährt 3, Tobi Klemm 4, Marcel 5, Maxi 6. Dieter Kotschart 9, André Neumann 8, Alexander Schleicher 9, Dieter Bayer auf dem 10. und Vlad derzeit auf dem 11. Platz. Fährt er noch hier, ne? Vlad fährt noch, ja. Zwar öfter in die Box, aber er fährt noch. Aber? Ja, gute Leute heute ausgeschieden. Der Jens, ja. Der Andreas, der Toni. Jo, eigentlich ärgerlich, ne? Was hat der Frank nochmal für eine Ursache? Ist er eingeschlagen? Frank ist doch gegen die Leitplanke eingeschlagen und hat den Motorschaden gehabt. Ach so, das war Kurve. Deswegen aus der Kurve auch. 1. Deswegen sah es also aus, als ob er mit Escape zurück in die Box gegangen ist, weil er den Motorschaden hatte. Aber bei Andreas müsste es auch mit Escape gewesen sein, weil wenn er Motorschaden hat, ist er wahrscheinlich auch nicht zurückgekommen. Ja, das habe ich nicht gesehen, aber... Genau. Nee, habe ich auch nicht gesehen, aber... Ja, dann schon wieder umgeschalten, der Autodirektor, ja. Könnte sein, ja. Könnte man ihn mal bei Gelegenheit fragen. Ne, einfach um es mal selber zu wissen, ob die Fahrzeuge selber zurückgestellt werden oder ob man wirklich in dem Moment auch Escape drücken muss, weil das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das glaube ich nicht. Dass die automatisch zurückgestellt werden. Oh, Maxi hat schon wieder eine Durchfahrtsstrafe, hat Maxi jetzt. Ach, ist er ärgerlich. Ja, Maxi. Ne, er kommt gleich. Verliert auch gleich einen Platz gegenüber dem André. Auf André. André Neumann ist vorbeigezogen. Ja, aber ist noch nicht, Durchfahrtsstrafe heißt ja in der Box, ne? War er eigentlich. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er die jetzt gerade schon gemacht hatte, in dem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht eingeblendet hatte. Aber bestimmt. Also Roland ist auch konstant immer hinter Tizian von ca. 2 Sekunden. Mhm. 10 Minuten sind da zu fahren. Naja, mal schauen, ne, ob das... Aber bei Tizian muss man halt sagen, der ist halt auch bis jetzt sehr konstant gefahren. Ja, obwohl ich bei ihm so ein bisschen immer so die Kurve 1, so den Ausgang da immer so ein bisschen mit Augen zusehe, weil er da ziemlich weit rauskommt. Hallo Dami. Ja. Also ich weiß nicht, ob das heute am Twitch liegt oder was, aber ich habe wieder eine Unterbrechung. Warte mal, dann lass ich mal kurz meinen... Vielleicht ist das oder eine Internetleitung? Ich weiß nicht, ich lass mal kurz meinen Stream, mein OBS hier laufen und guck mir das mal an, ob das hier irgendwie sich was verändert von dem... Es stockt denn kurz bei dir oder was? Ja, zwar nicht sehr oft, aber zwischendurch, ja. Okay. So, 10 Minuten haben wir noch. Genau. Der Abstand jetzt zwischen, ja, Tizian und Roland immer noch so circa bei knapp, wobei jetzt ein bisschen weniger als 2 Sekunden. So, Tizian jetzt wieder dabei, Alexander zu überrunden. Aber ich muss sagen, da gab es heute eigentlich keine Schwierigkeiten beim Überrunden, ne?
Also das, was wir jetzt... Was? Es sind ja auch gar nicht mehr so viele Fahrer da. Du bist doch... Mensch. Ja, ist doch aber wahr. Das muss man klar berücksichtigen. Ja. Lass mich doch trotzdem mal sagen, das sieht ja halt trotzdem klar relativ fair aus, das, was wir zumindest gesehen haben beim Überrunden. Nein, fair war es, ja, ja. Ja. Ja, ich wollte nur auf die Schwierigkeit jetzt angehen. Ach, ja, ja. Hab schon verstanden. So, der Tizian jetzt hat einen Alexander Schleicher dran, oder schon vorbei? Schon vorbei. Schon vorbei, Roland. Genau. Roland ist auch schon vorbei. Wobei, das kostete Roland Zeit. Ich sehe das jetzt hier mit... Na du, das... konstant weiter unter 2 Sekunden. Also, hat nicht viel Zeit verloren. Oh, Maxi hat... Was hat Maxi? Eine Slowdown jetzt. Was macht denn Maxi heute? Er dreht der sich seine, nicht, er nimmt Slowdown. Der liebt seine Curbs so doll. Ja, ich glaube, die Jungs kämpfen jetzt mit den... Jetzt langsam mit den Reifen und dann noch mit dem Setup. Ah, das kann sein. Weil das Setup ist ja, die Autos bewegen sich zum größten Teil schneller, wenn sie mit mehr Tank, also mit mehr Sprit im Tank fahren. Manchmal ist das ja so, auch wenn man sich das mal immer so schwer vorstellt, manchmal ist ein Auto schwerer zu bewegen mit leerem Tank, beziehungsweise instabiler, als wenn das mit vollem Tank. Ja, das kann ich mir vorstellen. Klar. So. Josef derzeit 1, Tizian 2, Roland 3, Tobi 4, Marcel 5, Dieter Kotscharte 6, André Neumann 7. Oh, André hat sich super vorgekämpft. Maxi 8, Alexander Schleicher 9, Dieter Bayer 10, Vlad 11. Und Jens ist jetzt hier nicht mehr grau unterlegt. Fährt Jens wieder mit? Was macht denn Jens jetzt? Jens fährt wieder mit. Hä? Jettet? Hi Sven. Du? 49 Runden Rückstand. Naja. Wenn wir jetzt übers Ziel fahren, müssen wir jetzt so lange warten, bis er eben herumgefahren ist, Neva? Nein, je nach... Nein. 49 Runden Rückstand. Ja, aber er fährt, jetzt sind wir wieder 12 Fahrer. Tatsächlich, 12. Vielleicht hat er sich einen Kaffee zwischendurch gemacht, keine Ahnung. Ne, der hat geschrieben im Chat hier. Bava ist Jens. Ich weiß nicht, ob der jetzt. So. Was soll ich sagen? So, Roland hat jetzt. Jetzt ist er wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, er ist wieder ein bisschen besser geworden, aber ja, ist ein Stückchen näher ist er rangekommen an Tizian. Ja, die haben noch 5 Minuten. Du, das wollte ich auch gerade sagen. 5,5 Minuten sind noch zu fahren. Ach Mensch. Ja, ich glaube, der kommt ganz nah ran, aber ich glaube nicht, dass er vorbeikommt. Irgendwas stimmt. Sag mal, ist bei dir das Stream okay? Weil bei mir lädt er die ganze Zeit und meine Leitung ist eigentlich... Warte mal, das habe ich glaube ich, gerade auch gesehen. Warte mal. Ich lass mal kurz meinen OBS an. Mal schauen. Ja. Wenn bei mir jetzt auch ruckelt. Also ruckeln nicht, er lädt nur immer zwischendurch so nach. Okay. Ich habe eine 500er Leitung. Also normalerweise sonst da kein Problem mehr. Bei mir scheint jetzt ja nichts zu sein. Okay. Ich. Merkwürdig. Ja, gut. Aber du weißt ja, heute ist ja die Technik wieder bei allen ein bisschen. Oh. Das ist Tizian ganz schön weit rausgekommen. Und Roland ein Stückchen näher dran, der ist jetzt im Sekundenfenster an Tizian dran. Vielleicht schafft das ja doch noch die letzten 4 Minuten. Was meinst du denn? Kann das noch zu schaffen sein?
Ach, machbar ist alles. Ich bin mal gespannt, die laufen jetzt wieder auf Überrundungen auf. Da habe ich Marcel gerade kurz gesehen. Ach so. Und mal sehen, wie sie da vorbeikommen. Ja. Vielleicht findet er einen besseren Weg vorbei und kann sich wieder Vorsprung ausbauen. Oder wiederum wird Roland durch einen Fehler oder sowas noch weiter aufschließen können. Christian hat jetzt ganz schön eine Ruckler mal drin. Der muss ganz schön aufpassen. Da macht aber Marcel richtig gut Platz. Christian muss halt aufpassen, dass er auf der Strecke bleibt und nicht runterkommt. Davor ist André Neumann vor Marcel. Roland gibt jetzt aber nochmal ordentlich Speed, du. Marcel hat schon Platz gewonnen. Jetzt laufen sie auf Andrea auf. Wir hatten da jetzt platt gemacht, aber Vlad ist gleich erstmal stehen geblieben. Ja. Er ist ja sowieso der Er ist ja der Letzte. Bosnien ist gerade auf seinen drei Boxenstops auf Platz 11. Ja, dahinter ist ja nur noch der Jens. Mit 49 Runden in Rückstand. Ja. Aber er fährt. Schade, dass wir heute aufgrund technischer Probleme so wenig Fahrer waren. Ja. Oh, André auch schon Platz gemacht. Ja, aber ich glaube, das hat Zeit gekostet. Kurve davor, Ausgangskurve, letzte Kurve. Das ist so süß, Jens bleibt auch gleich stehen. War das Jens oder war das Dieter? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, doch war Dieter. Oh, Roland auf jeden Fall jetzt ja schön nah dran. 0,3 Sekunden Abstand auf Tizian. Hat auch der ist jetzt an. Kann sich jetzt ransaugen. Oha, der will es jetzt nochmal wissen. Ich hoffe, Tizian lässt sich jetzt nicht zu leicht unter Druck setzen. Ah, schon wieder ein Ruckler von Tizian. Da muss Tizian echt aufpassen, dass er nicht übersteuert in der Kurve. Aha, Tizian wird jetzt echt nervös. Sieht man ihm an. Ja, das Ausgang ist, aus. Ja. Oha, wird jetzt echt eng, du. Jetzt hat Roland wieder DRS an. Und? Jetzt saugt er sich vorbei. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Oh. Der Autodirektor ist ja auch der Hammer. Schaltet um, wenn Roland vorbeiziehen will. So, Roland vorbei an Tizian. Oh. Na, da wird Tizian sich jetzt ärgern, du. Guck gerade mal, Roland ist. Dann wenn er jetzt 22 Punkte bekommt, ne, er kommt nicht ran. Wird weiterhin auf Platz 2 bleiben, Roland. So, okay, in den letzten 2 Minuten hat er noch überholt, ne? Ja. Ja, man hat das ist Racing, so ist ja, das. Man hat es Tizian aber angemerkt, dass er jetzt echt nervös wurde und ganz schön zu kämpfen hatte, auf der Strecke zu bleiben. So, Tizian, pass jetzt bloß auf, ey. Der kommt jetzt ganz schön ins Rutschen. Jetzt ist er von der Strecke abgekommen. Jetzt hat er richtig viel Zeit verloren. Ja gut, ich denke mal, solange er seinen dritten Platz hat. Ja, und Tobi, na gut, Tobi ist noch 16 Sekunden dahinter. So. Ich denke jetzt die letzte Runde. Zeit ist abgelaufen. Oder? Ja, ja. Ja. Sah schon so aus, als ob Josef und Roland schon so langsam fahren, aber nee, ist nicht.
So. Diese Runde noch und dann ist das durch. Müsste jetzt. Ist schon durch. Ja, aber die müssen noch die Runde so. Die Silberpferde. Ja, die Zeit ist aber schon angezeigt, jetzt so hier die Endstände. Herzlichen Glückwunsch, Josef, zu seinem ersten Platz. Roland 2, Tizian 3, Tobi Klemp 4, Marcel 6, Dieter Kotschake 7, Marcel 5, so, Dieter 6, André Neumann 7, Maxi 8, Alexander Schleicher 9, Dieter Bayer 10. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt mit Blatt 11 und Jens 12, ne? Die sind alle ins Ziel gekommen, genau. Genau, und danach war dann das Nordfinish, genau. So. Dann hole ich uns mal kurz den André, den Alex. Oder wollen wir runtergehen? Da sind eh nicht viele drin, du. Da sind okay. Tizian, Maxi, dann können wir vielleicht mal kurz. Oder gehen wir schnell runter zu denen, ne? Ja. Oder was? Ziehst du nicht mehr an, dass du machen kannst und. Hey, langsam geht's mir einfach auf die Eier mit dem Typ. Und sobald du. Hallo. Sobald du ihn irgendwie mal berührst oder so, dann ist er immer gleich derjenige, der die Beleidigungskeule auspackt. Jetzt seid leiser. Tizian, ich weiß, dass du dich ärgerst. Es tut mir leid. Ich hab's gesehen. Ja, sorry. Hallo, Jungs. Ja. Hi, hi. Ach Mensch, 12 Fahrer sind ins Ziel gekommen noch. Was ist denn mit Andreas passiert? Er ist auch raus. Gegen die Wand, ja. Abgeflogen. Ja. Ey, Maxi, was hast du gemacht? Warum hast du so viele Slowdowns und Durchfahrtsstrafen gekriegt? Der hat auf mich gewartet. Ich habe auf andere gewartet, aber er wollte dann unbedingt weiterfahren und hat nicht mehr auf mich gewartet. Ach so, verstehe. Nee, ich habe den Körper genommen in der ersten Kurve, dann hat es mich schön in die Mauer reingedreht. Ich habe immer nur gesehen, Fenster aufgeploppt, Maxi. Nochmal Fenster aufgeploppt, Maxi. Nochmal Fenster, Maxi. Dann bin ich in die Box rein, weil vorne alles hin war. Dann habe ich mich in die Box einfach reingebremst. Dann hatte ich eine Durchfahrtsstrafe. Und dann, ja. Ja, hör auf mit Durchfahrtsstrafe. Ich hatte Toni. Ach, Toni, ja, Mensch, du bist auch raus, habe ich gesehen. Ja, ich hatte eine Durchfahrtsstrafe und bin weitergefahren und auf einmal kam DNF, also disqualifiziert. Oh nein, ach, deswegen bist du weg gewesen. Ja, doch, okay. Ach, Mensch, ärgerlich. Ja, ja, So, Stan, willst du mal noch kurz ein paar Fragen stellen? Oder? Bist du noch da? Ja, Marcel, nach dem Start kurz verpatzt und dann auf Position 10 zurückgefallen. Was war denn da los? Ich habe gesehen, dass du über grüne Flächen da rasiert hast. Ja, was soll ich sagen? Also der Start war diesmal besser als sonst, aber ich hatte, ich glaube, den Frank neben mir. Ja, und da habe ich schon gedacht, das geht in den Kurven nicht ganz gut und deswegen habe ich da so ein bisschen Zeit verloren, weil ich dann vom Gas gegangen bin, sicherheitshalber. Ja, und dann ging es von hinten wieder weiter, ne, nach vorne. Ja, Maxi, das ist... gekämpft. Also du bist echt Maxi hat sich wieder schön breit gemacht. Ja, aber so richtig. Ja, ja. Kenn ich aus eigener Erfahrung. Ey Marcel, du warst dann am Ende hinter mir, oder? Ja. Ja, aber es war das gleiche wie am Nordrhein. Wir hätten so schöne Fights haben können, wenn da nicht 10 Sekunden dazwischen wären. Genau. Ja, wir waren immer, ich glaube so... ich glaube eine halbe Sekunde waren wir dazwischen und dann wieder aufgeholt, dann wieder nicht, dann wieder aufgeholt. Ich meine, zum Schluss ging gar nichts mehr mit den Reifen. Also da war, ich glaube, bei 120 Grad und 20%. Also ich hatte dann eher mit mir selber zu kämpfen und mit dem Auto, anstatt, also da war ich ganz froh, dass ich keine Gegner mehr hatte. Nee, zum Schluss. So, was sagt der Alexander Schleicher eigentlich? Das war ja auch dein Debütrennen heute. Mach ich gleich, ja. Was sagst du denn? Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich doch ein bisschen mithalten beim Hausmann. Aber dann habe ich mein Auto gegen die Mauer gefahren, nach dem ersten Curb, bei den ersten Kurven. Und ja, aber nicht letzter geworden, das ist mein Hauptziel gewesen. Ja, das war super, und bist durchgekommen, genau. Genau. Sag mal, Alex, warum warst du nur zweimal in der Box? Was hast du beim zweiten Boxenstopp gemacht? Ich war, weil ich mein Auto weggeschmissen habe, in die Leitplanken, in der Box. Und dann haben meine Reifen nicht mehr gehalten. Dann habe ich nur mehr rein müssen, bevor die Boxenstoppfenster ausläuft, weil man dachte, meine Reifen waren schon gelb. Und dass ich das die 16 Minuten nicht mehr durchhalte. Aber cool, bist du ans Ziel gekommen. Super. Und wir haben heute alle Punkte gekriegt, die ans Ziel gekommen sind. Ist
doch schön. Ja. Yeah. Das hat man gemerkt, dass es schön ist. Was denn? Ey, na, André, du kannst dich auch freuen heute, oder nicht? Nee, es ist schön anstrengend, meine ich. Ach so, okay. Ja, ich musste mit dem Pulli ausziehen. Das geht doch auch. Das hast du hingekriegt? Ja, ja, klar. Ja, du fahrst. Ich würde ja war ja in der Box gewesen. Nein, ich fahr wieder raus und denk mir, irgendwie wird das ganz schön warm. Dann kam ein paar zum Überrunden. Ich glaube, da ist Tobi auch gerade vorbeigefahren in der zweiten Kurve. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt zieh ich schnell aus. Ach, da war das. Genau. Da war das. Obwohl hast du rübergeguckt ins Auto oder was? Hast du das gesehen? Nein. Nein, aber war doch trotzdem cool. Aber Tizian, du warst dann ganz schön nervös zum Schluss, oder? Als Roland so nah hin bei dir dran war, kann das sein? Naja, nicht. Hast ganz schön zu tun gehabt, oder? Das sah zumindest so aus. Ja, das Problem war, dass einerseits meine Reifen halt abgefahren waren und ich hatte halt extrem Pech mit den Überrundungen. Also manche haben einen relativ... Also ich bin in Brands Hatch, kann ich jetzt schlecht irgendwie sagen, dass man da irgendwie schuld ist oder so, weil dafür ist die Strecke halt einfach relativ klein. Aber manche haben halt einfach gar nicht vorbeigelassen. Da war ich ein oder zwei Runden hinter denen und dann hat aber Roland immer das Glück, dass er dann immer direkt mit mir zusammen noch durchgekommen ist. Und dann hat er halt immer meistens so pro Runde eine halbe Sekunde aufholen können. Und am Ende hatten dann meine Reifen noch 10%, ja, und dann halt in der letzten Kurve hat er mich dann leicht berührt. Und dadurch ist er dann halt auf der Start- und Zielgeraden Halis vorbeigekommen mit der ist dann halt. Okay. Hab dich angeknutscht, Eingang der letzten Kurve, ne? Ja, also so ganz leicht. Das Problem ist aber dadurch, dass es eben bergauf geht und leicht ein bisschen nach links unten, reicht halt eigentlich schon, also reicht so ein Mini-Berührung, dass du halt einfach nicht mehr perfekt rausbeschleunigen kannst und dann noch mit DRS und dann war es sowieso rum. Naja, du bist zu weit nach außen ausgetragen worden, ne? Ja, genau, das, ja, wie gesagt. Mich nervt es ein bisschen, dass sobald man das bei ihm macht, dann ist man wieder der Jetzt Schlimmste ist Toni raus, und, Damien, tut mir leid. Ja, das selber stimmt, ist es dann aber genau das Gleiche bei ihm und ja. Das ist das Einzige, was mich daran so ein bisschen ärgert. Also, dass ich jetzt Dritter geworden bin, oh mein Gott. Aber mich regt es einfach nur ein bisschen auf, dass das genau wieder er war, weil, ja, wie gesagt. Du musst es einfach melden, Tizian. Ja, er macht es so. Genau. Was ich Ihnen sagen wollte, also das, was ich jetzt an Überrundung gesehen hatte im Stream, beziehungsweise das, was eingeblendet wurde, sah wirklich immer gut aus. Also da wurde eigentlich immer echt gut viel Platz gemacht. Kann ich bestätigen, Alles haben wir jetzt nicht gesehen, wie gesagt, aber das, was Stan und ich gesehen haben, sah wirklich gut aus. Also da wurde halt wirklich gut Platz gemacht. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Echt gut gewesen. Und wir waren genau zu der richtigen Zeit bei Andreas auf dem Schirm im Cockpit. Ich wollte eigentlich eine schöne Runde hinter Josef zeigen. Was macht er? Er beschleunigt in der vorletzten Kurve auf den Curb und dreht mich raus. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt aufgenommen habe. Ich glaube, das ist jetzt mit drauf bei dem Best of 10. Das auch noch. Ja. Also die Strecke hatte es in sich. Das denke ich mal auf jeden Fall. Und nächste Woche bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ja, ich werde jetzt mal kurz die Best of 10 anmachen, ja? Ich sag dazu jetzt keinen Namen. Ich hab mal hey! Das laufen Autos, also zuerst BMW, Audi und... Das war Marcel! Nee, Maxi, das warst du. Ey! Der ist mir in der Fahrerparade hinten reingefahren und hat dann gesagt, das war Marcel. Wer war denn der gelbe Audi, der was bei der Fahrerparade mir abgelenkt hat? Der gelb-grüne, das müsste der Josef gewesen sein. Der weiße Audi, nein, das war ein weißer Audi. Ich weiß nicht, was er... Ich bin hinter dem BMW gefahren. Der schwarz-weiße und der rote. Und da habe ich voll abgedrängt. Also, komm mal doch. Ja, okay, wenn er unbedingt fahren möchte, dann ist kein Problem. Aber doch habe ich hier was falsch gemacht. Nur kurz eine Frage: Wenn ich das jetzt einschicken oder melden möchte, muss ich dann irgendwie einen Clip davon machen oder einfach sagen, ja.
machst einen Clip, aber mit genügend Vor- und Nachlauf. Jo. Genau. Was war eigentlich mit dem Jens? Ist der abgeschossen worden? Nein, der hat das Auto weggeschmissen, dann war der Motor kaputt, er ist dann in die Box gefahren und dann ist er aber trotzdem noch irgendwann raus. Also jetzt, ja. Ja, das Auto ist gekommen, oder? An André, du hast ja einmal gedreht. In der geilen zweiten Kurve, da war es so übersichtlich. Ja! Da steht dann so ein weißes Auto vor mir, oh oh. War ich blöd gewesen. Würdest du steckst dann da fest? Du willst ja, was du jetzt machen sollst, weil jede Sekunde kommt da irgendjemand. Hm? Ja, ich bin, du bist gewichen, aber wir waren gerade im Zweikampf dran und der andere hat halt, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber der andere hat so recht, ich glaube, der ist da eingefangen. Ah, ich hab da 11 heute mehr, ich hab da keine Ahnung mehr. Was mir auch aufgefallen ist, ich hab einen überrunden lassen und dann warte vor mir, dann fahrt er voll langsam. Dann war doch jetzt los. Der ist dann extrem langsam gefahren, er ist dann 2 Runden oder so bin ich ihm nach und ich hätte viel schneller fahren können, aber dann ist er in die Box abgefahren. Ich schätze mal, seine Reifen waren ziemlich. Und wie anstrengend war das Rennen jetzt insgesamt? Die Schulter war es gut. Also keine Schulter. Ich gebe es zu, ich habe zum Schluss das Force Feedback Stufen zurückgetragen. Okay. Ein Stufendruckdraht. Ja, eigentlich ist es eine ganz einfache, kurze Strecke, ne? Ja, einfach ist was anderes. Die ist kurz, aber nicht einfach. Ja, ich sag ja nur, man denkt sich ja, so eine ganz kleine, kurze Strecke. Vor allem die letzte. Die letzte Kurven, also ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich Sekunden liegen lassen. Oh, die letzte Kurve. Ja, das ist schwierig.